und eine Zauberin. Wir sind im Schicksal verbunden, zu großen bestimmt. Wir plündern die Gräber und singen Gesänge. Gnu spendet ihr Blut an Astarions Fänge. Keiner weiß, wie weit der Weg bis Baldur's Gate. Mit Gnu und Papuja bist du zu spät. Willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate. Und heute sind wir sehr aufgeregt, denn wir gehen endlich in die City. Und dabei ist auch wieder Papu. Der Allerechteste. Und ich habe wieder süße Kommentare mitgebracht. Einmal von Walchelax. Ich liebe diese Reihe so sehr. Ihr seid das perfekte Team für dieses Spiel. Ich persönlich habe das Game 6-mal durchgespielt und entdecke immer noch so viel Neues. Das ist einfach nur krass. Und ja, ich romanze jedes Mal Astarion. Dann haben wir noch von Pina einen Kommentar. Hey yo, das Spiel ist echt mega. Spiele es selber alleine mit einem zweiten Charakter zusammen mit meiner Sis und verfolge euer Spiel von Anfang an. Und trotzdem sieht man immer wieder etwas anderes. Es lohnt sich wirklich, dieses Spiel mehrfach zu spielen. Daumen hoch! Dann haben wir noch einen Kommentar von Little Lion. Wegen Astarion, nochmal wegen seiner Entwicklung. Die beste Entscheidung ist einfach, wegen seiner jetzigen Entwicklung und Entscheidung seine Augen zu öffnen, dass er mehr wert ist, als nur Macht zu haben. Ich hoffe nur, dass ihr euch gut entscheidet, wenn es so weit ist mit dem Ritual und will das Beste nur für euch, was ja letztes Mal auch schon geschrieben habe und extra einen Link dafür gegeben habe. PS, liebe eure Videos und schaue es mir sofort immer an, wenn ich es sehe. Voll süß, gell? Richtig, richtig ja, handsome. Richtig. Danke, Leute, ihr seid so süß. Ja, sehr dann habe ich hier noch ein Ausrufezeichen bei Lizelle. Das solltest du aktivieren. Ja, ich rede mit der nackten Lizelle. Hallo, was geht, Babe? Your parasite communes with Lizelle's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. Ja, Mann. It is not the Gaith visitor that Vlakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus. The blood of the mother, the prince of the comet. Das Blut der Mutter? Wer genau ist er? Ein höchst mächtiger Prinz, wenn er es schafft, einen illitiden Schwarmverstand zu blockieren. Was macht Orpheus zu einer solchen Bedrohung für Vlakith? Eure Traumgestalt ist ein Gedankenschinder. Ist das nicht besorgniserregend? Ich glaube, ich frage erstmal die Nummer 3, oder? Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlakith. Long ago, when we rose up against our Gaith slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlakith our ruler. The first Vlakith of many. It is Vlakith 157, whom my people now call Queen. Ach du Scheiße, okay. Also, das ist ja wild. Mhm. Wie passt Orpheus in das Bild? Orpheus was, is, Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlakith 1. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshis teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. Dann hat Voss recht. Orpheus ist die Saat von Vlakiths Untergang. Es ist nur ein Githyanki. Ist er wirklich so gefährlich für Vlakith? Ich würde gerne wissen, was sie jetzt darüber denkt, ne? Also was passiert jetzt? We meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Gaith slavers. One word from his lips, and the people would doubt. Two words, and they would rage. Three words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Wie du aussiehst mittlerweile. Ja, ich sehe halt richtig abgeranzt aus. Das ist crazy. Ja. Ich habe, also vielleicht für die, die vielleicht im letzten Stream dabei waren, ich habe mich ja diesem
dieser Entwicklungsstufe 1 quasi angenommen. Das heißt, ich werde gerade halb zu so einem Tentakelbrä. Du siehst auch schon echt so aus, der Hauttyp. Ja, ja. Haare angepasst und so. Mhm. Okay, ein Wort von Ihnen, Leute, würden zwei Worte und Sie würden toben, drei Worte und Sie würden sich vor wahre Erben neigen. Ich möchte über Orpheus reden. Okay, dann frage ich mal, was wir noch da besprechen können. Warum wird er der Prinz des Kometen genannt? Warum hat Blackith vor all den Jahrtausenden Orpheus am Leben gehalten? Wer waren die feindseligen Gefianchi in dem Prisma? Das ist noch wichtig, glaube ich, ja. Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Okay. Mit der Prinz des Kometen genannt. Warum? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Okay, also wenn wir die Dinger aus unserem Kopf losgeworden sind, dann könnten wir ihn also befreien aus dem Prisma. Mhm. Aber die Frage ist, wollen wir das? Ich finde, das sind irgendwie auch so, die Githyanki sind irgendwie so... Die sind weird. Ja, also so böse zu allen. Die sagen immer, die sind die Geisten und alle anderen sind scheiße. Ja. Ja. Die sind wie Beagles. Beagles akzeptieren auch keine anderen Rassen. Ist das Rassen, so? Ja. Also, krass. Die Beagles sind ganz, ganz schlimm. Vor allem, sind so zweit sind. Sind Githyankis. Guter Githyanki. So. Okay, warum hat vor allen Jahren Orpheus am Leben gehalten? The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Geich hive mind. A talent like that makes the Prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Nur was lebendig so wertvoll ist, warum will Blackith ihn dann tot sehen? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Blackith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Okay, ja, und deswegen very sollten well. Wir... Okay. Noch was anderes? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, okay. Das ergibt natürlich dann Sinn, dass sie wollte, dass wir unseren Gefährten da in der Prisma-Welt töten, um halt dann an den ranzukommen, ne? Mhm. Weil er dann nicht mehr beschützt wird. Weil das war ja der Kampf, der die ganze Zeit stattgefunden ist. War ja wahrscheinlich genau da. Aber glaubst du, es war gut, dass wir uns dann für unseren Imperator entschieden haben? Ich glaube schon. Nicht gleich befreit haben schon, oder? Ich glaube schon. Okay. Also, man kann es am Ende immer nicht wissen. Ich bin auch immer noch sehr skeptisch, so wem man hier wirklich wann glauben kann, ob man überhaupt das erkennen kann, wann man jemandem nicht glauben können sollte. Wobei man bei Tentakelman sagen muss, der war ja früher ein Mensch. Der ist ja nicht so geboren. Ja, richtig. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der eigentlich gute Absichten hat. Ich würde sagen, dass wir einfach mal dann zu Baldur's Gate gehen, oder? Ja, genau, da sind wir ja jetzt. Let's go to Baldur's Gate. To Baldur's Gate. Baldur's Gate, my friend. Things gone harm at the backstage, guys. Backstage, guys. Wo bist backstage du denn jetzt hin? Boys. Du bist ja zurück. Ich hab das Lager verlassen. Ah, mit mir. Tentakel sind immer toll. Ja, Sandor, wenn du ein Mann bist, bestimmt. Weiß ich nicht. Also als Frau findest du das nicht so geil. Kommt drauf an.
Ja, gut, aber du weißt, was ich meine, wenn wir mit der Tage sprechen. Ja. Nee, erklär mal. Es gibt Löcher, die nicht gestopft werden wollen. Oh je. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their netherstones. Genieß das, Papa, du musst gehen. Du darfst nicht rennen, du musst gehen. Du musst es jetzt fühlen. Hör die Musik. Ja, Mann. Das ist es. Ist das nicht geil? Das ist schon geil, ja. Schon richtig geil. Ich habe hier Gänsehaut gehabt, als ich hier lang gelatscht bin letztes Mal. Aber ich kann gar nicht gehen. Wie machst du das? Achso, mit dem Xbox-Controller musst du leicht mit zärtlichen Fingerchen nach vorne drücken. Okay, so kann ich das machen. Das ist schön. Endlich mal ein Dorf, also endlich mal eine Stadt. Ja, mal was Richtiges, ja. Ne? Hier nicht der ganze Bums sonst so. Hier ist ein Rucksack. Kann ich hier irgendwas? Sorgfältig gepflegte Stiefel. Sorgfältig? Die könnten von meiner Schwester sein, weil die ist so. Letztens habe ich mal die Stiefel mit meiner Schwester verglichen, weil die gleichen wie ich. Und wir hatten jetzt ein halbes Jahr und meine sind schon richtig abgerannt. Wegpunkt. Ist hier irgendwo einer? Ach ja, da drüben. Oh, hallo. Oh, warte, ich muss mal zuhören. Ronald Weasley, bist du? Excuse me, I can't find my mom. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day though. Okay, aber wir sind ja jetzt nicht dafür da, um die Mutter zu suchen, weißt du, ich meine? Mhm. Du musst hungrig sein, damit was zu essen, das können wir machen. Wir sind ja lieb und nett. Auch wenn ich aussehe wie der letzte. Wow. Weiß ich nicht. Thanks. Aus Crackfurt. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Voll gerne. Ich habe übrigens noch eine Sache, die hatte ich, da habe ich auch einen Tipp bekommen bei mir im Chat, und zwar speichern. Geht doch ganz einfach mit F5. Oh, geil. Und gespeichert. Perfekt. Was muss ich denn eigentlich nochmal einklicken, damit ich deine hier Dialog zwischen Sequenzen, dass ich quasi einfach in deinen Dialog reingehe? Was war das nochmal für eine Einstellung? Frage. War bei Spieldetails oder so, ne? Irgendwas weit unten. Lauschen. Unten, gestattet dir bei Dialog an, automatisch zuzuhören, ja. Genau, ja, das. Ja, gut. Top. Lauschis, mach deine Lauschis auf. Lauschers auf. Lauschers. Alter, es ist jetzt ja... Es sind ja so viele Menschen, ne? Und das ist noch nix. Machen wir jetzt Quest? Also gehen wir jetzt und reden mit allen oder was? Auf gar keinen Fall. Nee, vielleicht einfach mal geradeaus. Einfach mal geradeaus zu den Hühnern oder zu dem Bettler da. Ja. Das ist ein Flüchtling. Oh. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich schmeiße dir mit ein bisschen Gold hin. Oh. So. 90. Kann ich ihn damit auch richtig abwerfen? So richtig Zong? Probier's mal. Warte mal, wo ist denn das jetzt hin? Werfen. Zuck den gar nicht. Okay, dann nehme ich wieder mit. Ciao. Ja, definitiv. Das ist zu wichtig. Was ist denn das hier? Geil, der sieht aus wie Thor. Der heißt Klingklong einfach. Der Klingklong. Denuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart. You paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Jetzt beruhigt euch erstmal und sagt mir, was hier vor sich geht. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Das ist ein ziemlich großes Haus. Könnt ihr wirklich kein eigenes Zimmer entbehren? Es ist doch immer wieder eine Freude, einen echten Menschenfreund zu sehen. Hausbesetzer nicht wahr? Vielleicht kann ich helfen. Gedanken wahrnehmen. Soll ich mal probieren? Ja, Gedanken wahrnehmen finde ich gut. Okay, let's go. Bonus dazu und let's go.
Nice. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? Okay. Mhm, der Basement. Aha. Das ist ein ziemlich großes Haus. Ihr könnt wirklich kein einziges Zimmer entbehren. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave or I'll make them. Also er ist ja schon im Recht, ist ja sein Zuhause, ne? Eigentlich ja schon, ne? Aber den Moralischen spielt man trotzdem lieber in Games als im echten Leben. What do you mean by that? Shh, sweetheart. Adults are talking. This is guild business, and we'll handle it as soon as we get paid. Enough of this bickering! You, what's your proposal? Ja, wenn er uns jetzt fragt, dann kannst du wirklich sagen, was du machen willst. Ich werde sie aus eurem Haus vertreiben umsonst. Ich kann euer Haus besetzen, für halb so viel Geld verscheuchen, wie diese Leute haben wollen. Habt ihr schon mal versucht, mit ihnen zu reden? Vielleicht gibt es einen Weg, sich zu einigen. Wenn ich es mir recht überlege, scheint eure Eskorte ganz wild drauf zu sein, euch helfen zu wollen. Ich würde vielleicht sagen, dass wir eine Lösung suchen sollen, oder? Oder ja, genau. Wir wollen ja keine Konflikte. Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I've got nothing to say to them. Ich werde sie jetzt auch überzeugen, ich kann euer Haus besetzen. Einschüchtern. Ich könnte drei gut. Ja, let's go, oder? Ja, das ganze Haus niederbrennen. Geil. Oh, musst du 20 würfeln. Und du bist blutleer. Was ist da schon wieder los, Knut? Astarion ist schlimmer wie die Periode. Der kommt nicht nur einmal im Monat, der kommt jeden Tag, Mann. Oh mein Gott. Oh! Das ist wirklich, also das ist wirklich fantastisch. Ach du Scheiße. Ganz normal, glaube ich, ne? Das reicht auch nicht. Der Charisma-Wurf, das war's nicht. Ach du Scheiße. Are you threatening me? Zenovia, why are you just standing there? Do what I'm paying you for! You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. Ich hab doch die Vorteile aktiviert. Anything else is extra. This is the last time I hire someone from the guild. Okay. Fine. Well, mach doch. Here's the extra. Finish the job. Now, please show this meddler some of that famous Rivington hospitality. Okay. Das ist jetzt ja blöd. Was macht der gerade? Dornenhagel. Ja, Dornenhagel. Ich geb dem das mal zurück. Ja, gib dem das mal zurück. So, cool, danke. Ich würde sagen, wir machen die bewusstlos. Wir müssen ihn ja nicht töten, ne? Ja. Also auf Bewusstlosigkeit gehen. Okay, 14 Schaden. Das, na, vielleicht muss ich sie doch anzünden. Mal gucken. Kill them all. Aha. So, erstmal muss ich das hier umstellen. Wie macht man das? Passivwerte. So, jetzt mache ich nicht tödliche Angriffe. Okay. Die stehen, wenn sie aktiviert sind, neben deinen anderen beiden Boni. Ach so. So, das war der erste. Schwächender Schlag. Machen wir noch hinterher. Stark. Jetzt kann ich nochmal drauf schlagen. Das ist ja. Drei Angriffe also. Na gut. Geil. Oh, Astarion fehlt. Wo ist denn der? Hast du ihn wieder irgendwo stehen gelassen? Ja. Das ist ja so. Wie im echten Leben, wenn man mit mir in einer Beziehung ist. So, warte mal, hab ich dir die Waffe jetzt auch aus der Hand geschlagen? Nee, ne? Ja, ich komme grad mal. Vielleicht kann ich einen Hinterhalt machen, das ist gut. Ja. Sie liegt am Boden, ich trete nach. Das ist wirklich richtig ehrenlos gewesen. Okay, dann kann ich mich jetzt auch ein bisschen entfernen. Okay. Yes. Dann darfst du jetzt noch mit Astarion, glaube ich, machen, ne? Genau. Ah, nicht vergessen, mit Pfeil und Bogen tötest du, ne?
Ach, du willst sie nicht töten? Nee, warum sollten wir die töten? Das ist ja jetzt nur eine Auseinandersetzung, also das ist ja jetzt keine... Naja, die wollen uns ja auch töten. Naja, ich finde, das können wir aber trotzdem besser. Wir sind ja... Oh, guck dir den kleinen Süßen an. Der ist gar nicht so süß. Badische Inspiration, der macht das gleiche wie ich. Nur, dass er einen Dolch hat. Okay, das heißt... Also die, der am Boden liegt, ist der Anführer von denen. Klingklong ist schon ziemlich low. Also, ich glaube, magisches Geschoss kann ich schon machen, damit bringe ich den jetzt nicht um. Wenn du nicht genug Scham hast, dann nicht. Dann ist okay. So ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Das finde ich gut. Du kannst ja wieder gegenzaubern. Ruhe! Genau, so Schnauze! Schweigefuchs! Schnauzen! Kommt her, na klar. Oh, die steht auf. Kann ich noch was machen? Na, ja, ist okay. Ich hau dir jetzt nochmal auf den Dez. Mhm. Und dann gibt's noch einen hinterher. Oh nein. Ich dachte nicht, dass die daran stirbt. Aber heute ist der Vibe nicht so gut. Ist gar kein Problem. Ich hau ihn jetzt hier auf den Kopf für einen Schaden. Egal. Ich weiß. Ich komme mal ein bisschen näher. Ich schub's ihn jetzt. Sehr gut. Schön ins Blut der Freunde rein. Ja. Das kann Karlach aus. Auch. Oh, oh. Nein. Oh, warum gehst du jetzt auf mich? Badische Inspiration. Der sieht gar nicht aus wie ein Bade. Mm-mm. Ah, das ist ja unser Friend, ne? Karl, also was tötet Mensch? Genau. Oh, ey. No. Das wusste ich nicht. Knu, das tötet Menschen. Irgendwie Bock, den richtig zu rösten. Ja, röst den. Okay, geil. Let's go. 33. Na gut, er ist nicht tot. Puh. So. Der Schnauzen. Ist zum 16. Mal, ne? Also, ja, der lernt's auch nicht. Der lernt's auch nicht. Der hat das Maul verdient. Ihr könnt nicht mehr lange durchhalten. Na gut. Kaum. Ich prügel den mal hier an den Kopf. So, der ist bewusstlos. Glaubst du? Ja, ja. Dann schmeiß ich da drüben mal irgendwas hin. Was schmeiß ich da hin? Ich schmeiß da nichts hin. Ich lauf da. Oh, oder? Ja, ich lauf da jetzt rüber. Ich würde so gern irgendwas schmeißen. Was, kann ich noch irgendwas schmeißen? Irgendwas, was nicht dolle Aua macht. Schmeißt ihm jetzt einen Bruchstein an den Kopf. Oh, geil. So, ich glaube, dann mache ich mal ein bisschen Heilung, ne? Für uns. Ja. Ja, ich bin auf der Gamescom. Du auch, Papo, oder? Ich bin auch auf der Gamescom. Geil. Ja. Wunden heilen mit Papo. Wunden heilen mit Papo. Fast wieder full life. Geil. Verstecke ich mich hier hinter, damit mich keiner treffen kann. Kann er mich so treffen? Ich glaube, ich mache mal ein Stück nach links. So. Wunden heilen mit Papo. Afro Gregorio. Könnten wir nicht auch einfach nur den töten? Ja. Dann gibt es ja auch gar keinen Sinn mehr, dass die irgendwas... machen müssen. Ja, aber dadurch, dass wir uns gegen sie gestellt haben, wäre der Kampf, glaube ich, trotzdem nicht vorbei. Ja, maybe. Maybe, baby. Achso, ich bin dran. Yes.
Du, hast du den gerade getötet? Aber sollte ich doch. Ist doch jetzt eh egal, oder? Ach du. Du, wenn einer tot ist, dann ist es doch sowieso egal. So, ja, wenn man einen aus Versehen tötet, dann muss man auch die ganze Familie. Die ganze ja, natürlich, weil sonst leiden die anderen ja nur. Na klar, die vermissen ja ihre Freundin auch. Ja, den hole ich da runter. Röste! Boah, fett. Ja, guck mal, ich mache jetzt hier auch, was kann ich machen? Wieder Dornhagel. Mann. Also, der ist wirklich einen erbärmlichen Tod verdient, verdammt nochmal. Ja, den werden wir jetzt töten. Den töte ich jetzt auch. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr drauf. Ich schalte jetzt extra um von. Do it. Ja, und dann mache ich hier. Warte, ich übertreibe jetzt ein bisschen, okay? Aber nur so ein ganz bisschen. Pavo! Nee, das ist ja. Pavo! Das ist ja. Pavo, schau mich an! Pavo! Du hast ja drüber gesprochen. Nee, alles gut. Ich weiß, Pavo, die Folge fängt ein bisschen confused an. Aber nein, die letzten Tage waren echt anstrengend wegen meinem Setup. Ach, genau, das habe ich gar nicht erzählt, Leute. Warum bin ich hier in einem anderen Setup? Weil mein PC am Arsch ist. Mein neuer. Warte kurz, ich habe hier noch was. Ich verziere jetzt erstmal ein bisschen Wein darauf. Oh nein. Betrunken. Jetzt geht's klar. Jetzt können wir noch mit dem reden, ne? Besoffen, ja. Alright. You won. You won. What more do you want from me? Dass die Familie bleibt. Ihr habt doch sicherlich ein Zimmer für sie. So, ich überzeug den jetzt mal, ne? Guck mal, so macht man das, Knu. Ja. Geil! Well, with Zenobia and the others gone, I don't suppose you'll take no for an answer. All right, they can stay. Are you happy now? Ja, ich bin now sehr zufrieden. I have to figure out what I'm going to do. Ich würde den jetzt umbringen, ist das okay? Ja! The room can wait. After what you've put me through, I need a drink. Okay. Klar. Okay. Dann wollen wir mal ins Haus. Die haben doch irgendwas. Wieso ist eigentlich hier so ein roter Punkt? Ach, der, weil der noch lebt, ne? Ja, den hab ich ja nur bewusst geschlagen. Dann gehen wir mal hier rein und gucken, was so geht. Aber da soll doch irgendwo was. Ja, es muss ja irgendwo den Keller geben. Not quite sure why you stood up for us like that. But I won't say I'm not grateful. Thanks. I may Torm keep you. Ich sollte besser dankbar dafür sein. War er doch gerade. Wie seid ihr hier gelandet? Same way lots of us did. Trying to get away from the army of the Absolute. If you had the chance to put a roof over your family's heads after being on the run for Torm knows how long, wouldn't you? Niemand sagt euch, dass ihr gehen sollte. Könnt hier bleiben. Ich bin nicht an gruselige Geschichten interessiert. No. We will stay. For now. I just hope he doesn't pay anyone else to come sniffing around. Thank you. And may Torm keep you. Warum hat Torm ist Digi? Ja, aber wirklich. Okay. Nichts zu danken, oder? You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. Na gut. Papus inspiriert. Ich würde den jetzt umbringen. Nein! Ich würde die gesamte Familie ausrotten. Nein! Oh, Wahrnehmung fehlgeschlagen. Something over there. Oh, Feuerbernstein. Oh, da können wir rein, Papo. Das ist der Keller, ne? Ja. Bereits verwendet. Ich lass mal den Astarion öffnen hier. Mach mal. Should be easy. So. Wie würfel ich jetzt das auswählen, den Vorteil? Ich glaube, du hast generell einfach Vorteile. Ich glaube nicht, dass du es auswählst. Easy! Okay. Warte, ich werfe hier noch einen Stuhl weg. Ich tue kurz die Fallen entschärfen.
Wahrnehmung fehlgeschlagen. Ich mach mal die ganzen Traps weg hier. Traps. Ich würde es als Karlach einfach mal komplett durchrennen. Nein. Bitte nicht. Das kann die komplette Gegend hier kontaminieren. Hast du eigentlich die Fallout-Serie geschaut? Nee, noch nicht. Wirst du? Oh, shit. Holy shit. Okay, warte mal. Kann ich mich hier abstellen? Warte mal, ich kann mich... Wie geil ist das denn? Guck mal. Ach, du Scheiße. Was hast du gemacht? Ich habe mich geworfen. Ich lieg da jetzt rum. Ach, wie geil. Du kannst dich selber werfen? Der Karlach hat mich geworfen. Traps. How considerate. Hörst du das eigentlich? Ja, was tust du da? Oh, geil. Ich hau auf den Gong. Mach auch mit. Oh dear. Someone's left a trap out for us. So, geschafft, let's go. So, alles weg jetzt. Gut, dann. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Kriegstrommel, Handtrommel, eine Flöte. Trap. Pass auf, wenn du Kisten aufmachst, Traps. Oh shit. Hier ist doch noch eine Wand hinter, oder? Kannst du mir nicht erzählen. Oh, das hasse ich, wenn du Kisten. Stehen im Angriff. Hä, ich hab nichts mehr zum Hast du noch irgendwas für mich, dass ich das hier öffnen kann? Schloss knacken? Ah, es geht, okay. Das ist super nervig, wenn eine Kiste eine Falle hat, dann musst du es entknacken und dann musst du es öffnen. Act. Maybe later. Ein Erpressungsbrief. Arthur, das Paket wartet noch immer bei Fellowgear auf euch. Weh, ihr kommt wieder zu spät, sonst fragen wir uns noch, ob ihr der Sache wirklich so treu dient, wie ihr es vorgebt. Holt es ab, steckt es in die Teddybären, spendet. Ach, da waren noch überall Teddybären. Simpler ja, geht es nicht, wenn es morgen Tisch, noch hier ne? schon... Ja, weil... Da hätten sie noch die ganzen Teddybären. Unvollendetes Spielzeug. Da, unvollendeter Stoffbär. Was hab ich den mitgenommen? Okay, aber wo hat er den jetzt hingepackt, den... Hier wieder unvollendeter Teddybär. Ne, unvollendeter, oder? Genau. Aber wieso müssen wir die stehlen? This one's not yet grown. Oh, poor thing. Nee, ich glaube, also es gibt doch in dem Brief schon doch jetzt was drin, oder nicht? Genau, ist in den Teddybären das Zeug drin steckt. Und wo sollte er das ablegen? Da müssen wir halt gucken, wo der ihn abgelegt hat. Ah, okay, warte, ich gleich mal. Hier, holt es ab, steckt es in die Teddybären. Spendet. Simpler geht es kaum. Wenn es morgen noch hier ist, stopfen wir euch damit aus. Also nix. Ich glaube, es ist einfach in einem von diesen Teddybären. Ich habe jetzt 2 eingesammelt. Okay, ich habe auch einen eingesammelt. 2 sogar. T, untersuchen. Bitte. Vierter wurde enthauptet. Innen sind einige mechanische Teile zu erkennen. Welch ein Spaß. Und wo hast du eine geheime Tür entdeckt? Ich denke mir nur, hier muss doch noch irgendwas sein, oder? Und das sieht so aus, also wenn du die hintere Wand anguckst, dann sieht es so aus, als könnten die Steine da auseinandergehen oder so. Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich guck mal in diesen Holztisch rein, vielleicht gibt es da was. Naja, wahrscheinlich ist hier nichts. Papa, das war die Info mit den Teddybären. Vielleicht können wir das mal den Leuten oben erzählen. Ja, also er soll jetzt an irgendwo soll er die ja hinspenden, ne? Hast du den Brief mitgenommen, oder? Mhm. Oh, war nämlich fehlgeschlagen. Hier ist noch irgendwas. Ich glaube, es war dies hier. Ach, okay. Ich
glaube, das sind die Auslöser, die ja nicht mehr ausgelöst werden können, weil die Stolperfallen weg sind. Ach, süß. Ich habe einen Ball aufgehoben. Oh. Den werfe ich dir kurz zu. Ja, den kann man bestimmt den Hund geben im Lager, oder? Ich kann mir vorstellen, dass man die Bälle eigentlich benutzen soll, um die Fallen hier auszulösen. So, wo bist du? Bist du da hinten? Nee. Ich bin doch hier. Ja, ich werf dich hier. Oha! Aua. Aui, aua. Aui, aua. Okay, ja, meinst du, hier gibt's noch irgendwas? Ich glaub nicht. Kisten schon geleert. Ich spreche mal kurz mit denen, um zu gucken, ob da irgendwas Interessantes ist. I don't like being cooked up inside. Ja. But it's what's best for Cynthia. I'll make sure she knows you had a hand in it. Okay. Ich tue so. Ist das die Flöte weiter. Der Allmächtigkeit? Oh, ich komme zurück. Boah, ich habe heute so schlecht geschlafen. Ist krass. Echt? Warum? Ich weiß es nicht. Aber ich bin auch super früh wach gewesen und konnte dann nicht weiter schlafen. Und das war irgendwie... Oh, das habe ich in letzter Zeit auch so arg. Red mal mit dem Kind hier. Now we don't have to leave. I'm gonna build a big house for all the rats. It's gonna be really fancy. You'll see. Nee, das finde ich jetzt irgendwie nicht okay. Töte das Kind! Okay. Warte kurz. Nein. Mach mal hier auf. Schloss knacken. Warte kurz. Wie teile ich nochmal hier die Gruppe? Nein, Babo, bitte. Please. So. Die stellt sich hier hin. Macht mal die Tür zu. Ich drück mal F5. So. You were witnessed assaulting someone. You're headed for the cells. Oh oh. Angreifen. Mann, Papa! Okay, ich lade mal. Ja, es war mein Fehler. Ich habe es aber nicht sofort komplett getötet. Aber ich glaube, das kann man auch. Ach so, kann man es wirklich eliminieren? Ja. Boah, das ist heftig. Papadelle. Das ist heftig. What are you doing? Ja, du hast gesagt, ich soll es töten. Nein, also aber gemacht, das war. Stop it! Na gut. So, was sitzt hier oben? Was hier ist, hier oben? Ich hab hier geklappt, du kannst hier rein. Oh. Grübeleien von ihm, okay. Lies mal vor. Okay, Moment, ich geh da mal hin. Eine vollendete Liebesgeschichte, handgeschrieben von Arthur Gregorio, dessen Name unten auf jeder Seite steht. Ihr üppiger Busen flatterte wie die Finger von Täubchen, streiften seine Nägel. Wie können denn Busen flattern? Ich weiß auch nicht, also das ist weird. Die äußersten Spitzen seines Schnurrbarts brachten sich in Habachtstellung. Und das Feuer rührte sich hinter seinen Augen. Kein Zweifel, es war Liebe. Liebe, ach die Liebe. Der Stoff, aus dem Träume sind. Er geriet ins Schwitzen, als er darüber nachdachte, über die anmutige, andauernde, aufblühende Erhabenheit des Ganzen, die zeitlose, atemlose, schwerelose, schier ausgelassener Freude des Ganzen. Und dann tat er es. Er abonnierte den Kanal. Schön, dass du dich da kurz hingelegt hast, um das zu genießen. Ja, ich wollte einfach das genießen gerade. Beutel. Geht hier irgendwas? Brief an Mansell Amira. Lesen. Madame Amira, danke für die Einladung. Ihr wisst, wie sehr ich Charles Liebkosung liebe. Doch mir hängt mein letztes Erlebnis mit den Drow-Zwillingen noch nach und ich fürchte, sie werden meine kleinen Fauxpas nicht vergessen haben. Dies war also vermutlich mein letzter Besuch. Ihr versteht das gewiss. Madame Amira, okay. Hast du noch was gefunden? Na, ich guck grad nur... Hä, das ist ein Raum dahinter hier, ne? Ah, der ist leer. Nee, ich guck grad nur alles durch. Mhm, okay. Ich geh schon mal raus. Okay, ich komm jetzt.
Bisschen das frische Wetter genießen. Hörst du dich eigentlich, hast du es so eingestellt, dass du dich über dein Mikro selber hörst? Ich habe Monitoring an, ja. Boah, ich nie. Ich habe das jetzt erst mal an und Schlob meinte, ich das durchziehe, finde ich es gut, aber ich gewöhne mich langsam dran. Ich hatte das nämlich immer aus. It's clear not everything you find is at your disposal. Hast du überhaupt was gemacht, oder wie? Nö, ich habe das nur angeschaut, aber das ist doch auch nicht deren Zeug. Erstmal schön alles voll Blut hier gemacht und keinen Juckt. Boah, okay, gibt's so viel. Die Stadt ist ja wirklich komplett voll. Wollen wir da hinten zum Künstler hingehen? Ja. Da, wo Benji steht. Spannung. Ist ja furchtbar. Der hat ihn doch vorhin bekämpft, oder nicht? Sprich ruhig. Welchen haben wir bekämpft? Ja, so einen. Das hat er so ein Kostümchen an. Schon ein bisschen süß. Stinks of cheese. Oh. Between his piggy toes. How dare you? What in the hell is all of this? A necessity, good sir. The Steelwatch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Was ist ein Model? Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is. Mhm. A circus! Can we go? Carlos, so niedlich, ey. Ja. Ein extraplanarer Zirkus. Warum beschnüffelt ein Ghoul die Leute? Ist die richtige Zeit für einen Zirkus? Die Armee der Absoluten ist nah. Ich möchte in den Zirkus. Warte, ich frage mal was mit dem Schnüffeln. This is Benjamin. Say hi, Benji. Oh. Süß. Benji here checks all our patrons to make sure none of you are vicious murderers. Can't be too careful. Okay. Auch eine viele Mörderung. Ja. Ich frage mal, was es mit dem Zirkus auf sich hat. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent redcaps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Das klingt gut. Gut, ich möchte gerne in den Zirkus. Not a problem, dear patron. Benji just has to check if you're a vicious murderer. Benji? Brain juice smells like piss and iron. No light. That's a first. Yes, guys. Usually I'd allow you in, but in these times I can take no chances. Move along. No circus for you. Können wir ihn töten? Überzeugen. Ich bin weder für euch noch für sonst jemanden im Zirkus eine Gefahr, ich schwöre. Komm, das schaffst du. Ja, ich hab ja. Aber du siehst halt auch einfach furchtbar aus. Hast recht. Du bist nicht in der besten Condition, Mann. Ja, ich hab da so ein paar Äderchen, so ein paar Krampfadern im Gesicht. Also ich hab echt viel Bonus, muss man sagen, ne? Einfach 31. Mehr als das Doppelte gewürfelt. Let's go. Let's go. Oh, damned if I'm not a sucker for big eyes and a heartfelt plea. Very well. Welcome to the Circus of the Last Days. Have fun and be sure to catch the star of our show, Dribbles the Clown. Geil, jetzt können wir in den Zirkus. Wie cool ist das denn? Papus sieht so aus, weil er sich einen Superwurm injiziert hat, der ihm jetzt Special Powers gibt und ich wollte das nicht. Wow, Stufenaufstieg. Ja, ich will. Ja, machen wir, ne? Machen ja, wir schnell. Komm, let's go. Schnelles Level. Let's Mutest go. Du dich, sodass du mich nicht hörst, weil ich kann nicht raustappen dann. Ja, bis gleich. Bis gleich. Geil, Stufenaufstieg. Geil! Gesundheit, was gibt's noch? Okay, jetzt können wir hier richtig viel coole Sachen machen, Leute. Also, zwei Waffen war gut, widerstandsfähig. Wäre nicht mittlere gar nicht schlecht? Wenn ich mal mittlere Rüstung, oder kann ich erst die leichte nehmen, ne? Schade. Weil für mittlere habe ich echt gutes Zeug.
mittelmäßig gerüstet. Du bist im Umgang mit mittelschwerer Rüstung und Schilden geübt. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ich habe eigentlich echt eine gute mittlere Rüstung, die ich gerne anziehen würde. Und wenn ihr sagt, that's the shit, dann mache ich das. Weil ansonsten, wilder Angreifer, wann immer du einen Nahkampf auswürfst, du zweimal mit deinem Schadenswürfen verwendest, höhere Ergebnis, auch geil. Wilder Angreifer oder mittlere Rüstung? I'm not sure. Wenn ich, was würdest du nehmen, Sandy? Was wird denn hier schon wieder Scharfschütze? Aber Scharfschütze habe ich doch schon. Oder kann ich noch besser werden? Aber das habe ich doch schon, oder nicht? Nix, lass uns wetten. Ihr sucht dies. Also wilder Angriff oder halt Scharfschütze. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kannst diese Option ein- und ausschalten. Okay, aber Scharfschütze dachte ich, bin ich eigentlich schon. Scharfschütze nie voller Einsatz. Okay. Okay. Geil. Zielsicherer Schlag. Tanzende Lichter. Schockangriff habe ich ja schon. Ändere deinen Zaubertrick aus, indem du aus der Zauberliste unten auswählst, solltest du Menü deinen Zauberkritik und können den Wunsch nach irgendwann wie magische Hand. Zielsicherer Schlag. Tanzende Lichter. Licht. Säurespritzer. So, Zauber, Leute. Jetzt wird es wieder interesting. Was gibt es dir denn alles so Feines? Der Feuerball ist auch gar nicht schlecht, dritten Grades. Ich finde diese Dunkelheit geil. Ich hätte aber eigentlich gern diesen Hungerdings. Nebelwolke. Zerbersten ist auch geil. Glaube, Fliegen ist auch nice. Feuerhand, vierten Grades. Steinhaut. Lass das Fleisch einer Kreatur zu Stein werden. Boah, dritten Grades Hass ist auch geil. Da darf ich voll viel Züge machen. Feuerwand finde ich, glaube ich, auch geil. Ich nehme das. So, was haben wir jetzt hier? Du erhältst die Fähigkeiten Zauber an deinem Bedarf anzupassen. Wähle aus den folgenden Metamagie-Optionen aus. Hier, vorsichtiger Zauber. Konzentrierter Zauber. Ziele von Zaubern, welche Rettungswürfe erfordern, sind beim ersten Zauber im Nachteil. Passives Merkmal Zauber, die Aktionen kosten stattdessen deine Bonuspunkte. Du kannst auch verstummt zaubern. Oh, das ist gut. Dann nervt mich keiner mehr. Rein. Die Plage ist geil. Die Insektenplage wollte ich letztes Mal auch haben. Ich glaube, dass die gut ist. Ich hätte gern dieses... Oder Dunkelheit. Nee, das stört meistens immer nur. Ich würde jetzt gerne mal die Insektenplage nehmen. Monster festhalten. Person beherrschen. Oder Todeswolke. Fünfter Grad. Das ist auch geil. Todeswolke oder Insektenplage. Tell me why. 364 Milkshake. Oh, ich bin überstreckt hier. Habo, Wolke oder Insekten? Wolke oder Insekten? Mhm.
Gute Frage. Okay, Insekten, let's go. Wolke oder Insekten? I'm ready, girl. Let's go. Let's go to the circus. Ich habe jetzt auch Gegenzauber. Geil. Und ich kann Tanzlichter machen. Geil. Astaren, das ist richtig geil. Astaren ist übrigens richtig sick im Scharfschützen, wenn du also eine geile Armbrust hast. Ein Nieder. Ich habe, glaube ich, jetzt schon eh voll die gute. Ja, ich habe noch voll die krasse Handarmbrust. Ich glaube, ich habe schon echt eine gute jetzt. Okay. Aber ich glaube, ja, na gut. Ich habe die von den Gichyanki, die goldene. Ich hab die von diesem Höllendämon, gegen den wir gekämpft haben. Die 5 bis 10 bewirkt möglicherweise brennend, wenn du eine Kreatur mit der Waffe triffst, während du verdeckt oder unsichtbar bist. Meine macht 5 bis 14. Okay, dann macht deine sogar mehr, ne? Mhm. Ich kann so einen coolen Spell damit machen, sengender Strahlschuss. Willst du eigentlich jemand umbringen, damit wir unsere neuen Fähigkeiten zeigen können? Ich speichere mal, bevor jetzt irgendwas passiert. Okay, gehen wir runter zu dem, der Musik macht. Ich stelle mich mal daneben und mache auch ein bisschen Musik, oder? Ja. Würde ich sagen. Oder ich rede erstmal mit dem, vielleicht ist er sonst ein bisschen sauer. The Ringmaster hired another bard. Viola is gonna be pissed. Okay. Was spielt er denn gerade? Ist ja egal, ich spiele jetzt das Spinnenlied. Oh, wie ihn alle ignorieren. Aber er spielt jetzt mit mir. Oder wer pfeift denn da mit? Okay, reicht. Okay. Das Geld könnt ihr schon vor. Na, ich muss nicht. Ich bin goldgeil. Goldgeil. Gold, 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 Gold. Voll schön ist es hier. Oh, hello, girl. Wo sieht die denn aus? Oh. Die ist echt cool. Oh, die ist wirklich cool. Oh, hallo. Ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen die Äste stutzen. Eine von diesen natürlichen Frauen, ne? Blazing like the sun. You're in love. Are you not? Ich liebe jemanden, eine Person, die mir nahesteht. Ja, die steht sehr nah hinter dir. When it comes to love, vulnerability is armor. Truth, a sword, and trust, a shield. I pray you wield all three, Styra. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Astaron, seid ihr gewillt? Ich weiß schon jemanden, ich werde diese Person schnell holen. Ja, ich mach mal, oder? Ja, mach mal. Oh, my love. How could I say no? No! Oh je, oh je. Wenn wir jetzt verheiratet? Compatibility sind 20. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Was passiert jetzt? Oh? Wahrscheinlich muss man jetzt so eine kleine Mission erfüllen, oder? Siehst du mich? Ich sehe dich, ja. Oh. I see you. I see the bond between you. So tender. So fragile. But do you see it for yourselves? Astarion. A tumultuous past hides behind a mirthful grin. The heart is fraught, so let us begin with the joyous. When is he happiest?
Ich glaube nicht, dass er jemals glücklich war. Wenn er bis zu den Ellenbogen voller Blut ist. Jetzt gerade ist er glücklich, sieht man an seinem Lächeln. Boah, schwer. Papa, du musst mir helfen. Ich als alter Charmeur. Frauen- und Männerversteher weiß natürlich, was hier die richtige Antwort ist. Wenn er bis zu den Ellenbogen im Blut seiner Feinde badet. Glaubst du? Klar. Aber war er denn überhaupt schon mal glücklich? Vielleicht in seinem Leben, bevor er eine Brut wurde. Okay, 2. Guilty as charged. Ach du Scheiße, es ist Zeit für eine Red Flag. Oh, süß, und dann komme ich näher. Das ist ja lieb. Hear how your bond thrums with pleasure. Strong, vital, pulsing with affection. Will die vielleicht... Ist irgendwie so ein bisschen geil dabei, ja, will ne? die ein Dreier? Du, ich wäre down. Bei ihm und ihr und Astarion. Ich, ja, aber ich würde sie rauskicken. Sonst konzentriert er sich nur auf sie. Viele Dinge erfreuen das Herz, aber nur eine Sache bringt es zum Singen. Sagt mir, wonach sehnt er sich am meisten? Mich, Freiheit, Rache, nach einer schönen Fettrate. Ich glaube Freiheit, ne? Aber eigentlich auch Rache. Es ist Freiheit und Rache. Beides, ja. Ich glaube, der hat schon auch so eine Rachebegierde, aber Freiheit ist schon das Wichtigste. Ist noch, ne? Mehr, ja. Ah, 3 oder 2? Aber wir wollen ihn ja bekehren. Ja. Boah. 2 oder 3. Das ist nicht so einfach, finde ich, weil ich glaube, beides ist für ihn wichtig. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass Freiheit ihm wichtiger ist. Also er ist ja jetzt auch lieber frei und nicht bei dem Dude, um sich zu rächen, sondern will einfach nur die Freiheit haben. Deswegen ist, glaube ich, 2 besser. You're not wrong, but do we need to tell every stranger we meet our business? Oh oh. Fand er nicht so gut. Also, es war richtig, aber... The sweetest loves dance lightly on the tongue, but now we must dig deeper into the most painful reaches of the spirit. Fear sits in the soul of all. To tame it, we must name it. Astarion, what is his deepest fear? Sich ein Nagel abzubrechen. Sich für immer wie ein Sklave vor jemand zu fühlen. Eigentlich haben die meisten Dinge eher vor ihm Angst. 4 oder 3, weil er es auch gerade nicht so cool fand, dass wir es offenlegen. Ich glaube 3. Es hat die Frage, ob wir jetzt mit einem Gag gehen oder ob wir halt all in gehen, weil er fand es ja gerade nicht so geil, dass wir das jetzt öffentlich so ansprechen. Ja, das stimmt. Es ist auch so, er ist ja so sehr stolz, ne? Also er will sich ja auch eigentlich nicht verletzlich zeigen. Mhm. Deswegen sich für immer im Fenster von jemandem zu fühlen, ist schon die richtige Antwort, denke ich. Ja, let's go. Really? I mean, yes, but really? You just tell whatever stranger just walks up and asked. There is no need for secrecy here. You wear your truth so close to the skin. Jetzt haut er mir eine rein und dann sind wir... Well, you were right every time. I almost wish you hadn't been, but you do know me. Die werden noch ganz nass auf dem dicken Holzstamm. Ich auch auf meinem Stuhl hier. Two hearts beat in a perfect rhythm. But I know the truth. Only one face haunts your dreams each night. Close your eyes, sweetness, and she will come to you. Ist das wer anders? Ja. Scheiße, jetzt haben wir dir alles erzählt. So, you're the lick spittle who crushed the bone lord's throne. You come begging, sniffing for our stones. Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. Oh, your bond will not save you. He will wrap its cord around your neck
and make you swing from. Ich finde die jetzt noch besser, muss ich sagen. Find the Lordling. Ich finde die scheiße. Tell him Oren is watching. Scheiße. Wir haben dir echt ganz schön viel erzählt, dem Feind grad, ne? Alles erzählt. Ich speichere mal. Hey, du Schwein! Ich muss mal kurz mit Azzy reden. Mein Bruder ist gerade im Chat, er meint, ich mag die auch nicht, ich würde sie deshalb eliminieren. Finde ich gut. I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced or because this group is full of weirdos. Wenn ihr wollt, könnt ihr heute Nacht an mir saugen. Then I'll see you. So funktionieren Männer, Leute. Sie rasten aus, sagt einfach, also, wenn du willst. Also, dann machen wir Schnu-Schnu. Ja, macht ihr euch Sorgen, Kassa, da könnt ihr rausfinden, dass ihr zurück seid. I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant, too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Klingt gefährlich. Und wie genau wollt ihr zuschlagen? Also, er wird nicht alleine sein. Ich meine wirklich. Neither will I, darling. At least I hope you'll come along for the show. But regardless, the plan is simple. Find him. Stop him from gaining almighty power and then really enjoy killing him. And if I can seize that almighty power for myself, well, all the better. All the better. Also, okay. Ich muss schon sagen, je länger ich jetzt dieses Spiel spiele mit dir und je mehr ich Astarion kennenlerne, desto mehr ist er die wandelnde Red Flag. Also, mehr geht ja gar nicht, ne? Nee. Ist ja krass. Ja, deswegen sage ich ja immer, das ist wie mit den ganzen Filmen, 50 Shades of Grey und Twilight. Ja, in Filmen und Spielen gerne, aber im echten Leben würde ich so einen Typen auf jeden Fall meiden. Also zu 100%. Ja. Crazy. Weil am Ende ist jetzt für mich der Reiz, da es zu schauen, aber den Herzschmerz möchte ich mit so einem Vollidioten nicht erleben. Ja, also wir haben jetzt dieser Alten da alles erzählt, okay. Ja. Ah, hier sind noch mehr Baden, ich muss da hin. Ja, ja, ist okay. Mach ein bisschen Konkurrenz, zeig, wer hier der Beste ist. Ja. Okay. Das ist cool. Ich spiele mit, glaube ich, ne? Ja, sau cool. Sau cool. Ich lieb das Spiel. Da hinten ist ein Genie, da hinten ist ein Genie, 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 Genie. Hier ist ein Genie. Oh ja. Ich muss, darf ich? Ist das denn klar? Komm, mach du mal, ich habe jetzt so viel gequatscht. Nee, mach ruhig. Mach ruhig. Aber du magst ihn doch, du findest ihn noch hot. Das habe ich nicht gesagt. Ja. Ugly one. Wow. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt mein Tag gelaufen. Oh, meine Höllen, wie habt ihr mich gerade genannt? Ugly, hideous, vile. You are fortunate to have found me, freakish one. Behold, Akabi's so verkaufst du, so verkauft sich plastische Chirurgie am besten. Mhm. To win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bearable. Ich möchte gern das Rad drehen. Mir und meinem miserablen Leben geht es gut, danke. Eure Magie wirkt mächtig. Das spüre ich von hier. Ihr habt sicher tolle magische Preise. Hm. Ja, kann ich ja sauber machen. Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. Okay. Okay, was ist der Jackpot? No more questions. Okay. Spin or don't. Wäre ein guter Lehrer. Okay, soll ich? Ja, klar. Let us see if you have luck's favor. Kann das beeinflussen irgendwie? Mm-mm. Alas! No.
jackpot for you, ugly one. But you may have this. Ihr betrügt. Ich habe gesehen, wie ihr das Rad manipuliert habt. Oder? Ja. You dare speak to me as if we were equals? You are a scrap of. Können wir ihn töten? Ich hätte auch echt Bock. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. I am, however, feeling gracious. So I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into some vile. Bitte. Ich speichere mal. Choose. Gut, ich werde das Rad drehen. Zeigt, was ihr drauf habt. Schwindelndes etwas. Nein, dann verwandelt er mich. Das finde ich so krass gut. Behold! My Fury! Bist du jetzt ein Käse? Ja! Astarion! Nein, er redet nicht mehr mit! Ach du Scheiße! Oh, danke schön! Ach du Scheiße, ey! Ich will nochmal! Jetzt mach du mal, Babo! Klar, ich geh auch mal hin. Mir hat sogar ein Stück gefehlt! Oh. Wie dumm! Angus bereit machen! Über den Höllen habt ihr mich ihr seid sehr laut. Chistarion. Akabi's Wheel of Wonders. Wheel of Wonders. To win prizes beyond your tiny imagination and make your miserable life more bad. Oh, das war witzig. Was kann ich denn gewinnen? Akabi has traveled across the plains, burning and conquering all. Win the spoils of such conquest. Or, if luck smiles upon you, win the grand prize, the jackpot. Okay. Ich möchte gerne ein Rad drehen. Let us see if you have luck's favor. Geil mit dem Käse, ey. Ich lach mich schlapp. Wollen wir unser ganzes Team in Käse verwandeln? Das wäre eigentlich echt geil. No jackpot for you. Darf ja nicht mehr. Ugly one. But you may have this. Ja. Was kann ich erneut drehen, oder? Yes! Drown me in coin. And perhaps you shall win the ultimate prize. Ja, wir werden jetzt den ultimativen Preis gewinnen. Ich sehe es gleich. Komm. Alas! No jackpot for you! Wie viel Gold kostet das denn da zu drehen? 500. 500? Stand vorhin da, ja. Dann kannst du sagen, ihr betrügt. You dare speak to me. Ja, ich mach mich jetzt auch zum Käse oder so. You are a scrap of food in my teeth. The dirt beneath my fingernails. You are nothing. I am, however, feeling gracious. So I will forget this and allow you to spin again. Or I can turn you into something vile. Choose. Okay, vielleicht habe ich was Falsches gesehen. Das Radrennen ohne Möglichkeit warten, Akabi abzulenken. Oh, das ist, oh, nice. Das ist gut. Oh, das ist gut. Ja. Bonus hinzufügen. Ah, gut, Leute, brauche ich gar nicht. Ich glaube, es geht doch so. Habe schon plus 16. Nice. Das Spiel am Rad läuft so gut, dass ich jetzt gerade schon Käse war. He is the most magnificent and wondrous being in the realms. In fact. Oh. Impossible. Ah.
You sneak! You cheated! Ihr auch. Das ist nur ausgeglichen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja. Fühlt es sich an, oh. Versager. Macht er dich zum Käse. Enjoy the jackpot, Muley Kurt! Was bist du? Oh, was passiert? Irgendwas passiert? Irgendwas passiert? Hey, wo bist du? Papa? Damn that Ginny. Ich bin woanders. Wo bist du? Ich bin in einem Level. Ich muss was spielen. Oh. Okay, ich muss mich jetzt hier durchschleichen und hier sind überall Monster. Okay, ich habe auch Unsichtbarkeit dabei, oder? In Schatten gehüllt. Also, werde unsichtbar. Zwei Züge. Habe ich... okay. Habe ich nicht noch mehr Unsichtbarkeitskram hier? Ich mache mich einfach mal unsichtbar. Mhm. Sehe ich, wie lange das ungefähr hält? Das Buch der Käsomantie. Wenn euch heute dieses Buch in die Hände gefallen ist, so bitte ich demütigst darum, dass ihr die wilde Kunst der Käsemagie nicht als Lächerlichkeit abtut. Gewiss, man könnte sich darüber amüsieren, wenn verborgene Milch durch den Schleier beworfen wird. Doch Käsebruch kann ein äußerst gefährliches Werkzeug sein. Ein Käsemagier kann seine Feinde natürlich mit einem jungen, kräftigen Rad Tiefwasserer verprügeln. Doch wer etwas Subtileres veranlagt ist, der lernt, welche Vorteile es hat, den Ruf seiner Gegner zu ruinieren, indem man sie mit Blaukäsenschweiß verflucht. Das klingt wirklich gar nicht so geil. Ja, hui da Elfte. Okay, warte mal, ich muss jetzt hier dieses... Kannst du mir zugucken, wenn du Doppelklick auf mich machst? Mhm. Echt nicht? Ist nicht schlimm, sonst lutsche ich hier so lange ein bisschen rum und sammle. Ich habe dieses Feder gefallen, oder? Käsomantie, wie witzig. That drow's nose was as crooked as you carved, my darling. He was simply in denial. Darling, we have a customer. Oh je, ich muss kämpfen. Is your camp drab? Dreary? Then you have come to the right place. Browse our bespoke stony and bony creations. Or commission a statue in your likeness. It is our most sought after service. Kann ich das nicht aufschließen? Bony, at your service. that there is my darling wife, Stony. Is she not magnificent? Sie ist viel größer als ihr. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich bin wieder da. Ich bin bei den Toiletten gespawnt. Komme. Oh, you shall be thrilled and delighted. Okay, ich habe den Hauptpreis mitgenommen. Was ist der? Ich habe so eine bemalte Truhe. Guck mal, ich bin hier. Ich stell die mal hier hin, dann kannst du die vielleicht mal öffnen mit Astarion. Bemalte Truhe fallen lassen. Da. Das ist ja wild. Jetzt. A crooked touch. 20, krass. Kommen wir mal rein. Was ist das? Nirulna. So ein. Wie nennt sich das? So ein Dreizack. Oh, die kehrt in die Hand zurück, wenn sie geworfen wird. Das ist geil. Und erzeugt eine Explosion. Die ist ja actually sehr gut. Ich glaube, das wäre was Gutes für Schattenherz, ne? Oder soll ich das Karlach mal geben? Ich weiß ja nicht. Ja, aber die ist ja Nahkampf. Vielleicht für dich sonst. Oder kannst du mit so einer Waffe umgehen? Ja, ich bin ja eher für Fernkampf und für Heilen und sowas zuständig. Deswegen glaube ich, das ist für mich nicht so sinnvoll. Astarion ist ja auch eher der Dolch und Doppelhändige, ne? Mhm. Ich könnte halt Schattenherz wieder mitnehmen und dann ihr den geben vielleicht. Oder ich? Ja. Ist es Zweihandwaffe? Wo steht das dann? Dreizack geworfen, vielseitig. Gehen wir mal, dann kann ich das vielleicht mal. Da einfach. Oh, sie kann sogar beides tragen, das ist ja gut. Okay. Dann machen wir das so, I guess. Geil. Ja, geil. Okay, ich rede nochmal mit dem, ne? Weil das war ja nicht in Ordnung. Der hat mich einfach weggezaubert. Ja.
did the despicable cheater enjoy his vacation? Ich hatte tatsächlich viel Spaß, danke. Akabi is delighted you enjoyed it, repugnant mortal. Begone! Akabi is sick of you! Also kann ich nicht mehr mit ihm reden, glaube, oder? Akabi is tired of the Wheel of Wonders. He is now closed. Okay, na gut. Ich glaube, der mag dich nicht. Ich glaube auch, dass er mich nicht mag. Aber das ist in Ordnung für mich. Was hast du noch gemacht in der Zwischenzeit? Ach, mit dem Händler gelabert, der nur Scheiße hat. Ey, guck mal, das kennen wir doch. Das kennen wir? Das Tier meinst du? Ja. Ja. Können wir das öffnen? Speicherst du mal? Ich speichere mal, ja. Aber du wirst wahrscheinlich eh direkt angesprochen, wenn du das versuchst, oder? No talking your way out of this. You'll have to defend your actions the old-fashioned way. Ach Mann. Okay. Ach, sind nur also die zwei. Ich würde mal ganz kurz hier mit ihr einfach dieses neue Ding ausprobieren. Das ist meine neue Waffe. Okay. Der rennt weg, der Sack. Oh, das waren. Hä? Doppelgänger? Oh, Scheiße. Oh Gott. Gnu. Das ist alles Fake hier. Die sind alle böse. Ja, gut, dann können wir die alle umbringen. Dann können wir die echt alle umbringen, ne? Ja. Was mache ich? Mit Übelkeitsstrahl. Bam. Die sind wirklich alle böse, Gnu. Ja. Und das haben wir jetzt durch Zufall rausgefunden? Ja. Okay, wir töten die alle, Gnu. Wir werden die alle töten. Ja, ich bin dabei. Probier mal deine neuen Sachen aus. Geil, let's go. Was haben wir hier noch? Fliegen. Flieg, flieg. Fliegi, flieg. Alter, guck dir. Wie geil. Cool. Voller Gangster. Boah, ich sehe richtig cool aus. Wo fliege ich hin? Ich fliege hier oben hin. Kann ich da oben hin fliegen überhaupt? Kann man da hoch? Hallo? Kann ich irgendwo rauffliegen? Ich möchte mich irgendwo rauffliegen. Ich fliege da hin. Sieh cool vor Slenderman mit diesen Tentakeln. Okay. Wo ist denn eigentlich der Dino hin? Hier kommt der Punchline! Also, das gibt natürlich auch Sinn, wenn die eine hier schon so Dings war, ne? Dass die anderen dann auch böse sind. Naja. Das ist alles ihr Zirkus. Wer ist Fjodor? Der da hinten, okay. Der ist aber Gold. Der ist nicht gegen uns, ne? Hm. Der ist auf unserer Seite, also den dürfen wir nicht angreifen. Glaubst du? Mhm. Ist doch okay, soll ich auf den Hund schlagen oder auf den anderen? Aber wie viel hat der? Der hat 32, der hat 61. Mach mal. Alter, ich mache halt mittlerweile echt richtig viel Schaden mit Karten. Ja, ist irre. Überfallbiss. Der klaut die Mama. Aui. Au, au. Geil, sind echt auf unserer Seite. Aber kennen wir den nicht irgendwo her? Haben wir nicht den schon mal. Den Fjodor? Ja. Ich bin mir unsicher, ob wir den kennen. Also mir kommt der auch bekannt vor, aber. Ich schieß mal auf den Pfeil. Der ist beet. Sind eigentlich meine Insektis. Oh, geil. Okay. Ich muss mal ganz kurz was gucken, wo sind denn meine Insektis? Ich rede mal mit Fjodor jetzt. You fight good. Doppelgänger. Not so good. Ah, den haben wir gesehen in dieser Matschepatsche unten. So ja. Einen, ja. Okay. Wo ist denn jetzt hier Käfigschlüssel. Die Musik. Jetzt aber der Clown tot, ne? Ja, den Clown haben wir auch getötet.
Der hat, oh, den Clownhammer. Wenn mit dieser Waffe ein kritischer Treffer gelandet, müssen sowohl Ziel als auch Angreifer einen Weisheitsrettungswurf bestehen. Oder ein Lachanfall wirkt auf sie. Okay, das ist ja witzig. Ach, wie nice. Nachricht von Tribunal. Warte mal, ich lese das mal durch hier. Lesen. Fumm. Wir sehen es dir an, den Durst, die Kunst, die Leidenschaft, der Spur aus kaltblütigen Morden, die du hinterlassen hast, fehlen nur noch ein paar letzte Taten, um dir einen Platz unter seiner großen Anhänger zu gewähren. Aber dafür verlangt er etwas wahrhaft Einzigartiges. Ein Zirkus ist gekommen und mit ihm eine ganze Sammlung von Außenseitern und Lumpen. Aber noch wichtiger, eine Bühne. Jetzt kommt der Auftritt deines Lebens und wenn der Vorhang fällt, wird das Tribunal dir zusehen. Uns wird geraten von Chat, ob wir vielleicht nochmal laden wollen wegen der Clowns-Show. Die wurde schon die ganze Zeit irgendwie empfohlen. Weil man sich die angucken kann. Mhm. Aber wo haben wir denn gespeichert als letztes? Kurz hier vor. Also wir können das ruhig laden. Ja, cool, dann machen wir das doch. Wir haben den Kampf noch nicht. Ich glaube, ja, hier. Spielstand laden. Fragen nämlich alle ganz süß und jetzt wiggeln sie. Alle wiggeln. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Just a little bit. Wiggle, wiggle, wiggle. Wee, wee, wee. Oh, ich muss mir gleich mal was zu trinken nochmal holen. Ja. Okay. Dann schauen wir uns die Clowns schon mal an. Ja. Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Hey! Unterhaltsam. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Einfach zu sehen, was für ein strohdummer Witz. Runter von der Bühne, Baldoria, ja, entspannt und die Vorführung genießen, oder? Ich lass ihn mal machen. Ja. He got the stuff in, kicked out of him. Wahey! You're all such good friends. I've had a wonderful time, but I have to go. Oh, well, if you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. Mm-hmm. You, my special assistant. Come on up. Oh no, was tut ihr jetzt? Komm, wir sind mutig. Ich war halt schon Käse und ich mach nichts mehr aus vor. Was hast du gesagt? Ich gehe auf die Bühne. Okay. Bin YouTuber, Mann. Klar, ist ja für uns quasi täglich Brot. Genau, let's go. Woo yeah, woo. Yeah, yeah. Jetzt wirst du von dem Hund zerfleischt. Now, I always tell children that they're special. That each and every one of them is unique. Tell me, what makes you special? Mein Mut. Lass mal nicht die Wahrheit sagen jetzt, ne? Okay. Ja, mein Mut, ich tue etwas, auch wenn es mir Angst macht. Behandle alle in meiner Umgebung freundlich und gütig. Meine Stärke verstehe ich. Versteht sich. Ich lasse nicht zu, dass mir je etwas im Weg steht. Mein Gehirn ist einzigartig, das stimmt ja. Mein Gehirn ist einzigartig. Ja, das ist schon geil. Oder, was meinst du? Aber das ist, glaube ich, auch schon wieder zu viel gesagt wegen der Larve, ne? Ja, ich bin freundlich und gütig, das ist schön langweilig. Ja, ja. Boring, boring. Genau. Anyone can do that. You, my friend, are the most special person in the circus, in all of Baldur's Gate. Does anyone know why? Why? You're special, my friend, because I have a message just for you. Praise the absolute. You sense something behind you. Oh, instinct takes over. Yeah.
Holy shit. Okay, also der Kampf kommt so oder so. Ja. Nur, dass wir jetzt im Nachteil sind. Okay. Ihr Sadisten, Mann! Ja, wir können... Oh, die holen jetzt die Tiere raus. Jetzt sind sie auf deren Seite, scheiße. Ja, wir können aber auch jetzt... Also, wir haben es ja schon gemacht. Ja. Wir könnten auch jetzt einfach den anderen Spielstand laden, ne? Stimmt, mach. Ja. Tja, Chat, ausgedribbelt. Ausgedribbelt, ihr blöden Blödsäcke. Ich Sadisten. Guck mal, wir sind dem aus Versehen aus dem Weg gegangen. Wie witzig ist das denn bitte? Ja. Hätte erwartet, dass du Astarion vorlässt. Wieso wäre es witziger gewesen mit Astarion? Oh komm, mit Astarion ist es geil. So, komm, lass uns mal laden, Papo. Sorry. Okay, dann laden wir doch mal und lassen Astarion. Oh. Ja gut, für den Chat. Ja. Okay, aber wehe, wir werden jetzt wieder getötet. Dann müssen wir uns taktisch mal aufstellen, taktisch anders aufstellen. Ja. Oder gucken wir uns das an mit Astarion und machen danach. Ja, ja. Laden wir danach nochmal neu. Vielleicht geht's auch nicht zum Kampf, wenn man einfach direkt ehrlich ist. Na, das glaube ich nicht. Nee. Aber ich positioniere mich einfach schon mal taktisch sinnvoll. Ja. Oh, du bist, glaube ich, wieder als du hingegangen, oder? Nö, ich habe Astarion ausgewählt. Ja, aber ich glaube, du bist immer dran. Ach so, komisch. Okay, dann nochmal neu laden. Weil dann stelle ich meine mal weg und lass Astarion vorgehen. Ja, ich lade mal nochmal. Komisch. Nee, du kannst einfach sagen, dass du das Teil anstatt... Ach so, du kannst Astarion auch... Mit deinem Charakter vorschicken. Ach so, das meint ihr. Ach so, okay. Ich tu trotzdem mal aufteilen. Und geht's nur mit ihm vor. Ja. Ja, okay. Buddy the dog is my very best friend. Ja gut, das können wir skippen, ne? Because with did you hear about the scarecrow who lost a fight? Einfach zusehen, oder? Nee, sag doch mal, was für ein Strohdummer-Witz. I know, I'm amazing. Way. Thank you to the loud mouth for volunteering for my next trick. Now, where, oh, where are you? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. Okay, die Community sagt, nee, du musst als du gehen und dann erst ihn schicken. So funktioniert das aber nicht. Special assistant. Okay, lass uns nochmal ein letztes Mal laden. I'm Ach, sorry, Mann, Pablo. Ey. Das ist doch schrecklich mit euch. Okay. Na gut. Weil machen wir es nur für euch. Nein, nur jetzt für muss euch. Das alles editiert werden hier. Nur ich lasse es drin. Einfach so? Mhm. Hm, na gut. Okay. Because with good puns. Because clowns aren't enough of a horror already. Did you hear about the scarecrow who lost a fight? Einfach zusehen, oder? Ja. He got the stuffing kicked out of him. Wahey! Oh, you're all such good friends. I've had a wonderful time, but Aww. I have to go. Aww. Oh, well, if you insist. Who will it be? The hair on the back of your neck raises as a shiver passes through you. Mm-hmm. You, my special assistant. Come on up. Und jetzt musst du quasi sagen, dass du Astarion schickst. Liebe das Rampenlicht oder Astarion, das ist eure große Chance, ja. Ja, okay. What? No. Don't you dare. This isn't funny. Er hat bestimmt Angst vor Clowns, oder? Heart. Meinst du? The enthusiasm is too much. Now, up, up, double sharp.
or poor Muddy will think you don't like him. Okay. Right there! Oh, perfect! Na los, Astarion! Of course! Ey, der hasst mich. I'm going to fucking kill you. Der mag mich aber langsam gar nicht mehr, ne? Jetzt habe ich schon 2 Minuspunkte gemacht. Now, you're very special. As special as can be. Does anyone know why? You're special, my friend. Praise the absolute. Ich konnte gar nichts sagen, ne? Was? Was? Was denn? Warum ist Astarion down? Naja, weil er angegriffen wurde, oder? Holy shit. Also, jetzt haben wir es ja gesehen. Jetzt können wir eigentlich den anderen Speicher nehmen, ne? Das stimmt. So. Geil. Oh. Aber Astarion hat Angst vor Clowns. Geil. Das dachte ich mir schon. Ich gar nicht. Du gar nicht? Nee, du? Nee. Ich hab Angst. Ich hab Angst vor so Unbekannten, wenn du es nicht siehst, wie bei Blair Witch. Meinst du, die anderen sind jetzt auch böse? Nee, das sind normale Besucher hier. Okay. Sprechen wir hier mit Quinton. Can't believe Dribbles did this. The Dribbles. Mhm. Was sind hier hinten noch drin in der Clownsbude? Ist hier noch irgendwas? Ein rostiges Beil. Tja, das sieht nicht so gut aus. Ja, meinst du, es gibt noch mehr von diesen Skincrawlern? Wahrscheinlich schon, ne? 100 Pro, wir können ja hinten nochmal lang. Wer ist denn das eigentlich? Ja, stimmt, wer steht denn da? Oh dear. Screaming children and oozing corpse. And it's not even my birthday. Lucretius, Ringmaster, Necromancer, Bringer of the Night. Oh, and wine lover extraordinaire. It's a pleasure, darling. I thought wouldn't dare set foot in my circus. To use such a woeful Dribbles impersonator, why, it's downright rude. Ein Imitator, seid ihr sicher? Ihr habt gerade euren Star verloren, beunruhigt euch das gar nicht? When you run a plane hopping circus of ragtags and ruffians, few things faze you. Alas, I cannot afford to lose any more staff. Funerals are so very expensive. I need to move the circus. But I cannot leave just yet. Not without Dribbles. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. Mm-hmm. I need him back. And I'll shower the person who finds him in love, adoration, and adequate compensation. What do you say? Reden wir über die Bezahlung. Ich bin teuer. Werde nach Snibbles suchen. Snibbles ist vermutlich tot. Was meinst du? Wir können nach ihm suchen von mir aus. Also, aber eigentlich ist es auch nicht so unser Business, ne? Ich würde sagen Bezahlung. Okay. Ha. I can respect that. And you're in luck. Because I am old, darling. Ancient. I have seen stars explode and civilizations fall. Along the way, I happened across items of such power that would make you weep with awe. Find my Dribbles. You won't be disappointed. Okay. Dribbles ist auch ein weirder Name, finde ich. Darling. And remember, I look after those who make me happy. Good luck and thanks ever so much. Okay, aber wie ist jetzt unsere Herangehensweise? Sollen wir den Clown mal untersuchen? Ja, mach mal. Warum? Ich geh nochmal hin. Fumm heißt er. Liegt der Hammer noch da? Ja, der Hammer ist hier noch drin. Witzig, hier läuft so eine Hand rum.
Das ist so geil gemacht. Okay, ich will mal was versuchen. Mhm. Du bist ja... Wo bist denn du gerade? Ich bin hier, das da passt. Hinten. Ich habe da was gefunden, das würde ich gerne mal ausprobieren. Hast du jetzt deine Leiche gefunden? Hat das jetzt funktioniert? Carla, ist bei dir noch Level up, ne? Hast du die nicht geupgradet? Nee, die hat gerade das Level abbekommen. Ach so. Guck mich mal von vorne an. Wie geil. Nein, du hast Clownschminke dran. Oh Gott, die hatte ich damals dran. Die kriegst du jetzt nicht mehr weg, ne? Ich hatte die immer dran und manche Liebhaber wollen mit dir so keinen Snoo-Snoo haben. Na gut, dann lade ich nochmal neu. Ich nein, es ist nicht schlimm. Also es geht schon weg. Dachte mir, vielleicht können wir das ja irgendwann noch benutzen, wenn ich auftreten soll oder sowas. Dann weil die hatte ich dann bei Gail, hatte ich mit Gail Snoo-Snoo. Das war richtig romantisch. Und ich hatte die ganze Zeit diese scheiß Schminke im Gesicht. Die bleibt halt einfach, ne? Bleibt die permanent? Ist das so permanent? Schon lang. Also. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie dann auf einmal wegging. Ich mach mal hier die Tür auf. Ja, komm, zu dir. Oh, die Musik. Ich hab heute gar keine Musik. Oh. Tempel der offenen Hand. Das ist toll. Gibt's Türen? Ist die offen? Aber wir sind gerade irgendwo, wo es heilig ist, oder? Ja, ich glaube schon. Wir sind quasi gerade einfach eingebrochen, ne? Ja. Die Musik kommt immer, wenn man irgendwo einbricht. Auch im echten Leben. Das glaube ich nicht. Oh, wir können jetzt... Ja, hast du gehört? Das ist ein bisschen wie Hogwarts. Wir können quasi jetzt hier irgendwo diese Shara und da ist dieses Amulett will dahin. Ist das hier? Ja, das hat er gerade gesagt. Aber wer ist das? Hey, was ist denn hier los? Was passiert gerade? Never felt an earthquake in Baldur's Gate before. What the hell's? Okay. Das war crazy. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo hin. I don't teach you how to pray, so don't teach me how to investigate. Hier ist ein fliegender Elefant. Jetzt habe ich alles gesehen. Einfach Dumbo. Valeria. Das ist wirklich Dumbo. Ja, ist Valeria. Ja, sprich mal. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. Ich glaube, so ist, wenn du Drogen nimmst, oder? Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. I apologize, stranger. Language like that hardly befits the rector of Ilmater. Wo habe ich eine nackte Astarion-Statue verpasst, bitte? You could certainly say that. Two people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Wenn ihr meint, die Ermittlerin hat ja keine gute Arbeit geleistet, kann ich den Mord gern für euch untersuchen. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Charesse's caress would be my best bet. Bei Charesse müssen wir eh hin. That's her usual haunt after closing a case. Okay. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really.
Ich habe gar nicht aufgepasst, wer ist getötet worden? Das Oberhaupt von dem Ding? Genau, und dieser Elefant hat aber die Mordwaffe nicht gefunden, wir wissen nicht, wer es ist. Und ich muss jetzt zu dieser Shira, wo wir eh hin müssen. I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. Ja, da müssen wir jetzt hin, ne? Müssen wir das Ding hinbringen. Okay. For all Let's go. Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz die Statue von Astarion kaufen. Ja, das war bei dem Händler, ne? Ja. War das im Zirkus oder war das? Das war hinten im Zirkus. Wie kommen wir da hin? Mal, hier vorne war doch der Zirkuseingang, oder? Ne, wo waren das? Hier hinten. Und danach können wir runter zur Gruft. Okay, auch wenn Astarion einen Hut hat, der ausgeblendet ist, sehe ich das. Ah, nee, der hat nur so ein Amulett am Kopf. Das ist okay. Ich will eine Statue haben. Eine Statue. Ist es der da hinten, der fliegende Händler? Mit dem du vorhin gesprochen hast, als ich noch gelevelt habe, glaube ich. Oder? Nee, als ich dieses Level spielen musste. Oh, Dribbles. My wife is heartbroken. Those two were jacked Knochi, from dawn until dusk. Such friends they were. But I'm sure a sizable contribution from an adventurer such as yourself Schau mal eben, was zu trinken. Ja. Cheer her up. Ich hätte gerne eine Statue von mir für mein Lager. My wife shall be delighted. Customs are her favorite, particularly 5,000. When their facial structure is as unique as yours. Okay, ich muss mit Astarion gehen, ne? Oh, but I'm sure my wife shall be delighted. Ich hätte gerne einen Stahl von mir, gerüstet und kampfbereit. Wie wäre es mit einer Statue von mir nachgedammt? Ich möchte eine nackte Statue von mir. Tremendous! Stony Darling! Let us put this towards our getaway in the Moonshay Isles. I'll have your statue shipped to your camp. You shall love it. We guarantee it. Hast du jetzt die Statue? Ja, im Lager scheinbar. Wir müssen mal gucken gehen. Dann müssen wir mal ins Lager gehen, ja? Sagst du, gehen wir eine Runde schlafen? Ja. Oh, da ist eine Notiz. Die Tinte ist noch frisch, die Handschrift sehr sorgfältig. Hey, ihr, ich schulde euch sehr viel. Zum einen weiß ich nicht, wie der Bauch einer Schlange von innen aussieht, der Bauch. Zum anderen habt ihr mir erlaubt, in euer Lager zu bleiben. Und noch dazu habt ihr herausgefunden, was mit Mama und Papa passiert ist. Ich bin jetzt alleine und der Knochenmann sagt, dass das gut ist. Ich muss mich nur vom Gewebe leiten lassen. Und soweit ich das sagen kann, zieht es mich nach Baldurs Tor. Also gehe ich zuerst mal dorthin, Arabella, das kleine Mädchen. Wo ist denn die Statue? Mm. Ach du Scheiße, da hat er was Wichtigste vergessen. Sieht man bei dir nichts? Nö, bei dir? Ja, klar. Ich hab's ja ausgestellt wegen YouTube. Und was siehst du? Beschreib es mir mal. Wirklich ein enormes Stück Fleisch. Ich guck mal kurz im Stream. Nein. Doch. Ich guck mir das auch nicht so genau an. Doch, du guckst dir das bitte jetzt genau an. Warte. Ich guck mir das gar nicht genau an. Du guckst dir das jetzt genau an. Ich muss mal rein. Er ist auf jeden Fall nicht beschnitten. Warte. Das siehst du? Ja, klar. Ich kann die Falten zählen. Oh mein Gott, holy shit. Okay. Heilige Scheiße, das ist ja richtig geil. Sieht aus wie so eine Weißwurst. Okay. Genug gesehen! Genug Schwänze für heute gesehen. Ab geht's jetzt in die Gruft. Ich muss mich abkühlen. Aber nur für heute. Aber nur für heute, meine Freunde. Hier ist irgendwie noch eine Sache, die wir finden müssen, ne? Ja, das ist doch bestimmt das Schnibbelsding, oder? Untersuche den Zirkus, ja. Oh, das ist ein Schlüssel.
Dann machen wir das und dann. Was denn mit? Gehen wir runter. Hilde. This is terrible. The circus is supposed to be a safe place. For us performers at least. Ja. Liegt an der Zensur, der ist schon long. Naja, kommt drauf an, ob es ein Fleischi oder ein Bluti ist. Na, ich würde sagen, bei Asylum ist es auf jeden Fall ein Bluti. Glaubst du? Er ist Vampir, da geht's doch nur um Blut, oder? Aber wenn er keinen hat, dann pumpt sich auch nichts auf. Stimmt. Haben Vampire überhaupt selber Blut? Oh. Hier wird gebuddelt. Ich denke schon, ja. Wo warum trinken die sich da nicht selber? Da ist eine Ratte drin, eine Tote. Hier, Nachricht von Verkäufer. Hey Ratte, bedauere euch getötet zu haben, aber Papa wollte die leckere Hand, die ihr gefunden habt. Alles Liebe. Aha. Hier ist ein Käse. Okay, soll hast du echt hier ein paar Leute rübergeschickt, die schreiben alle in den Chat, die wollen die Weißwurst sehen. Okay, dann zeig ihnen die Weißwurst, die kleinen Notgeilen. Okay, ich suche so lange im Lager, während du meiner Community die Weißwurst zeigst. Mann, Leute! Klar. Ich gehe kurz zur Weißwurst. Es ist nur eine modellierte Weißwurst. Es ist wirklich nur eine modellierte Weißwurst. Und eine Weitwurst. Eine Weitwurst auch noch. Also das ist die Statue von Astarion. Wir zoomen mal ein bisschen an. Und ich stelle mich mal dahinter. Kann ich einen Screenshot machen? Oh, ich kann mich neben ihn stellen. Oh, echt? Jetzt ist auch mal ein Foto. Ja, du bist ja auch auf perfekter Höhe. Du bist eh so ein Standgebläse. So, Screenshot wird gemacht. Stark. Ja, da ist die Weißwurst, Leute. Danke für den Kundenservice. Sehr, sehr gerne. So, jetzt reicht's aber. Wie finde ich denn diese scheiß Teile hier? Was denn für Teile müssen wir finden? Von diesen Schnibbelsdings. Wir gehen jetzt mal dahin, wo wir hin wollten, in die Gruft. Okay. Also machen wir jetzt erstmal, machen wir nicht das Zirkusding, sondern erstmal das genau, Gruftding. Vielleicht können uns ja die lieben Leute so lange reinschreiben, wo wir die Sachen finden. Ab in die Gruft. Oh, hier geht's voll hoch. Ach, den finden wir in der ganzen Stadt verstreut. Oh, hier hat's ein Nest. Wer ist das hier? Vater Lorgan liegt hier. Achso, hier liegt der Lorgan tot. Schwester Rosa. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. So, Lorgan ist tot und hätte ein paar Fragen an euch. What do you want to know? Wie ist er gestorben? Wer könnte Vater Lorgan getötet haben? Wie schwer war er verwundet? Sein Tod scheint euch nicht sonderlich zu betrüben. Wie ist er gestorben? Slowly. Lorgan was a good man, if naive. He deserved better. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Lorgan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything. And all we get is nothing but a good man to bury. Okay, das war's. Kann ich noch mehr mitreden? Please, leave me be. I've got an awful lot to get done. Die sind zickig. Die ist wirklich zickig. Ich guck mir mal Lorgan an. Oh, der hat einen Schlüssel dabei. Schlüssel zu Lorgans Truhe. Okay. Okay, wir suchen uns aber erstmal die Gruft, ne? Na, die Hand habe ich schon gefunden. Die ist im Zirkus, wenn du da was suchst. Die Hand? Ja. Welche Hand? Ah, die von der vorhin gesprochen worden ist. Ja, komm mal ganz kurz mit. Das ist ja, wenn er eine Easy Quest, die ist ja da hinten rumgelatscht. Ach, das ist eine von denen, die da rumfliegt? Ja, hier, die am Boden. Oh. Da laufen ja welche rum. Aber mit denen kann ich nicht reden. Kribbel und Krabbel. Na gut. Meinst du, das sind die Hände? Aber mit denen kann man nicht reden. Warst du an der Luga? Du gehst du noch? Ich würde sagen, wir gehen noch. Wir machen jetzt mal diese Quest da drin.
So, wie kommen wir denn überhaupt da runter in die Gruft? Ja, das ist echt die Frage. Irgendwo muss es ja eine Treppe nach unten geben, oder? Draußen? Nee, da nicht. Vielleicht hier am Altar, oder? Da ist doch irgendwas. Hier ist doch ein Buch. Ein Messbuch, das von den Anhängern des gebrochenen Gottes während des regulären Gottesdienstes genutzt wird. Es enthält sehr viele Hymnen über die Bedeutung der Selbstsiegelung. Und hier sind so komische Hände. Wie komme ich denn da hin? Und hier geht es ja auch irgendwie rein, oder? Gegenüber. In der Küche war eine Luke am Boden. Ah, wo? Ja, die Luke führt ja nicht in die Gruft, oder? Scheinbar doch. Ah, okay. Verzierte Holzluke. Okay, da gehe ich mal hin. What do we have here? Ah klar, klebt auch Blut dran, macht Sinn. Okay. Okay, my friends. Okay, let's oh, go. Das sieht ja pervers aus hier. Da ist ganz schön viel Blut. Ein Buch mit Todesriten des Ilmater. Diese Seite über die Umkehr wurde besonders oft mit einem Eselsohr versehen. Es wird oft geschehen, o peinige Gläubige, dass ihr einen Ungläubigen trösten müsst, der von diesem Leben ins nächste übergeht oder vielleicht noch geschmackloser. Möglicherweise habt ihr den sterbenden Anhänger eines widerwärtigen Gottes vor euch, der nur zu gern dem Jenseits entkommen würde, das an ihm zehrt. Der Herr auf der Streckbank gewährt uns viele Kräfte, doch die moralische Geschwindigkeit einer Seele zu ändern, das lässt sich nicht auf das Sterbebett verlagern. Wenn einer ein sündiges Leben geführt hat, so wird seine Seele an einem sündigen Ort wandern, so sehr er es auch dagegen protestieren mag. Es würde jedoch mehr schaden als nutzen, ihm das zu sagen. Ilmater verbietet es nicht, die Unwahrheit zu sagen, ganz gleich, was die höfliche Gesellschaft darüber denkt. Wenn es dem mitleidenswerten Sterbenden etwas Leid erspart, dann sagt ihm, dass der weinende Gott mit offenen Armen auf ihn wartet. Was machst denn du hier? Wie geil, was macht sie denn? Was macht sie denn? Ich versuche einen Auftritt zu machen, aber ich kann es gar nicht. Oh, voll süß. Die ist so cool, ne? Die ist so geil. Okay. Watch how you go. There's a trap. Okay, Ferle. Lass mal kurz Astarion entschärfen hier. Jo. Easy. Vitrine. Oh. Easy. Super. Wir sind hier durch die Wand und dann nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Natürlich ist das erreichbar. Ein Bericht über angeblich. Was passiert? Du bist irgendwie rübergegangen. Du Cheater? Ach so, ja, ich habe ja jetzt diese Fähigkeiten, stimmt. Und du bist jetzt alleine gegangen. Nee, du kannst da rüberspringen. Okay, aber wollen wir nicht nochmal weiter gucken, was hinten ist? Ja, können wir machen. Ich guck nochmal, was in der Tür davor. Aber da müssen wir hin, hast recht, lass erstmal da hinten erforschen, weil das andere ist, glaube ich, ein Kampf oder so. Dann komme ich kurz mal zu dir. So, dann schicke ich mal Karlach vor, natürlich, wie immer, ne? Witzig, dass du da einfach rübergeflogen bist. Schwere Truhe. Gold. Und was ist das hier? Schriftvolle Steinwand. Oh, nice. Ja, mit. Ich hab das Gefühl, dass hier gleich irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann jetzt einfach fliegen, wie cool. Ich bin einfach Superman. Boah, es ist riesig hier unten. Hä, hey, waren wir da nicht schon? Was ist hier drüben? Spricht jemand? Rudd, Som und Mutz. Gehen wir da hin? Schleichen wir uns an? Oder gucken wir erstmal weiter, da wo du gerade bist? Okay. Ja, jetzt mal gucken mal. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Witzig, das war nur eine Abkürzung. Ah. Okay. Also willst du jetzt rüber in die Tür geradeaus durch, weil das ist nur ein Raum und dann hinten alles erkunden? Ja, das können wir machen. Ja, weil ich glaube, das ist ganz schön groß. I've got a long road ahead. Ja, ist nur ein Raum. This must be where Shira Clawin is buried.
Na, gucken wir mal, wo sie ist. Here lies Flintster Sunseeker, Satida Atana, 1400 Long didst I wait, only to find thine empty flesh. Okay. Gone thou might be, alas. Okay. Ja, das, also, hast du das Amulett ist noch da? Maybe later. Ja, was muss ich damit? Was passiert? Ach, der ist jetzt da drin in der. Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Shall it be thou? Wenn es euch Frieden bringt, nehme ich den Wahnsinn auf mich. Götter, nein, ich will euren Fluch nicht erben. Und was geschieht, wenn ich Ja sage? Überlegen, was du von Gebrechen des Mönchs weißt. Arkane Kunde, soll ich mal probieren? Ja, ich meine, es ist ja erstmal, um selber rauszufinden, ne? Mhm. Schon nicht schlecht, denke ich. Das hat nicht gereicht. Aber warum? Die Boni sind doch aktiviert, ne? Ja, deine Boni sind aktiviert. Du hast plus 6. Schade. Ich reg das gerade auf, ich mach das jetzt nochmal. Okay. First try. Genau. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Ja, das ist blöd, ne? Wenn es euch Frieden bringt, dann nehme ich den Wahnsinn auf mich. Nee, oder? Nee. Oder was geschieht, wenn ich Ja sage? Probiere ich einfach mal. Ist ja nicht Bestätigung, nur Frage. Warte, ich speichere erstmal. Ja. So, jetzt. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. Oh mein Gott, scheiße. Warte, was? Oh Gott. Warum will er das denn jetzt? Das ist ja... Weil wir seinen Fluch nicht wollen. Okay. Durchbohrender Schlag. Wie viel Leben haben die denn? 64. Ui. Okay. Kann eh nichts machen, ich bin überrascht. Tja, dann beende ich mal den Zug, wa? Mhm. Dieses Fleisch kann mich nicht heilen. Das hat er nicht gemacht. Ach so, der geht immer überall woanders rein. Okay, dann, ja, dann gehen wir da mal rauf, ne? Wir müssen einfach nur den killen, oder? Schlag. Erstmal alle, die hier um mich rumstehen, glaube ich, kaputt mit Karlach. Verstümmelnder Schlag. Nee, Bewegung ist eh egal. Ich meine, die sind eh tot. Die können wir auch gern töten. Ja. Okay. Mehr kann ich jetzt noch machen. Ich
überlege gerade. Ich habe ja einiges an Fähigkeiten. Aber ich will mal was Neues ausprobieren. Kann ich nicht. Warum nicht? Ja, stimmt. Ne? Hatte diese Quest überhaupt Vorteile? Du schleppst dann einfach über zwei Akte mit dir mit, fast. Und dann bringt sie am Ende gar nichts. So wie Arsch. Das ist wirklich Hintern. Na gut, it is what it is. Schau mich mal darüber. Ciao. Und nu, okay, wenn wir ihn töten, bringt es uns was gut. Das höre ich natürlich gern. Ich mach mal so eine Fähigkeit jetzt. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich hab's getan. Mhm. Das war eine von diesen besonderen Fähigkeiten. Was habe ich noch? Fliegen. Ich kann noch fliegen. Okay. Dann fliege ich mal wieder zurück. Crazy. Das ist ja geil. Fliegen ist wirklich cool. Und ich kann mich echt viel bewegen damit. Also meine Bewegungsrate ist echt hoch. Ja, Frau, wir hätten es alle genommen jetzt. Wäre auch gegangen, ne? Das wäre auch krass gewesen, ja. Oh, Gegenzauber. Gegenzauber, oh weh. Macht der jetzt noch was oder bleibt jetzt der Hund? Okay. Ich dachte gerade, ist hängen geblieben. Oh, gibt's hier noch einen drauf? Super. Eternally cursed, then, my spirit be. I. No. Morning Lord, I call to thee. Lend your forbearance. No. No. Ich glaube, ihm geht's nicht gut genug. Ach, Scheiße, was eine kranke Kacke. I hate to end weg. Like this. A torturous fate by Here any lies measure. Rhaloric Windbane, born 1399 DR, died 1486 DR. Ich finde, wir räumen noch mal kurz auf, oder? Ja. Dann schmeißen wir die jetzt noch mal in ihre Kisten zurück. Ja. Kann man das? Ah, hier geht's eine Eisenleiter hoch. Okay, dann würde ich sagen, dass wir dann weitergehen, nämlich in die Gruft. Das hat nicht so gut funktioniert, Clu. Hör auf, die Leichen zu schänden! Ja. Eigentlich, warte mal, wir sind ja voll dumm. Warum machen wir nicht mit Toten sprechen bei diesem Lorne-Dude? Bei wem? Naja, bei dem, wo wir den Mord auch nachgehen. Wo liegt der? Liegt der da oben irgendwo rum? Der liegt da oben, ja, im Bett. Ach so, ja, dann können wir es auf jeden Fall machen. Aber wir gehen jetzt erstmal hinten lang, oder? Ist halt die Frage, wo wir dann rauskommen. Oh, jetzt hab. Oh. Wurden entdeckt von denen, die geredet haben, sorry. Der hat sich gerade umgedreht, das war sehr... Meinst du, das sind auch so Skinwalker? Bestimmt, aber ich oder? Kann mit Astarion nochmal voll den geilen Move machen, glaube ich. Karlach ist auch noch nicht im Kampf, glaube ja, ich. Ja, das ist gut. Muss noch gucken, dass es so bleibt. Boah, fett, einfach gekillt. Ich werde hier einfach mal so einen Säurepfeil. Ach, crazy, ich darf nochmal, geil. Kritisch, Girl, kritisch. Come on, come stay. Kritische Masse. Best be on my way. Wir können dann nachher auch mal rasten. Ja, finde ich gut. Ich schub's die mal. Geil. Oh, der eine ist richtig weit geflogen. Wie die da wegfliegt, so yay. Yay, yay, yay. Und dann fliege ich mal hier runter. Das ist ja so geil. Einfach Positionen tauschen. Peinlich selber. Das hat wehgetan. Oh, den hast du richtig verkohlt. Geröstet. Aber es ist auch ein Skinwalker, oder? Mm. Ja. Ja. Das sind nämlich alles Mistgestalten von diesen bösen Bösian. Ja, auch die Moose. Das wäre mal eine Überraschung im Bett, das sage ich euch. Wenn es auf einmal ein Skinwalker ist. Ja, ja. Denkst du so, scheiße. Gut. Episch. Episch. Kriecherschleim. Überzeugt deine aktiven Waffen mit Gift. Wenn du einen Gegner triffst, muss er ein... What's hiding here?
SG, 13 Konditions und ein Gelähm. Okay. Aufheben. Feldbericht, Todesbote Zoom. Ich lese den mal, ne? Ja. Aspirant Dolor ist talentiert, wenn auch etwas zu sorglos. Der Dolch, den er zurückgelassen hat, liegt irgendwo in den Höhlen. Ich weiß jedoch nicht, wo. Ich kann ihn riechen. Der Angstduft seiner Morde steht nach vollbrachter Tat noch in der Luft, weil er sie zunächst mariniert. Sie stehen liegesitzend stocksteif da, während das Gift ihre Glieder mit Blei füllt und kennen nur noch zwei perfekte Fakten. Sie werden sterben, sie können nichts dagegen tun. Okay, das ist fies. Also hier muss irgendwo der Dolch quasi in der Höhle liegen. Mhm. I guess. Okay. Hm. Lederhandschuhe. Eidbrecher Ritterstiefel. Orin die Rote. Oh, hier. Ich hab ihn. This blade's wicked look matches its deeds. Poor Father Logan. Okay, wir haben also die Waffe schon gefunden, ja? Mhm. Aber hier geht's ja noch weiter hoch. Wollen wir da weitergehen? Oder da geht's wieder zurück. Ich glaube, wir müssen eher runter, weil wenn du da hochkletterst, kommen wir wieder dahin, wo wir eigentlich hergekommen sind. Nee, es geht hier. Warte mal, ich ping mal, wo ich meine. Da geht's noch weiter. Da können wir auch erstmal, hier geht's sonst auch runter, wie du magst. Okay, dann gehen wir bei dir erstmal lang. Ja, gut. Überall ist Blood. Oh, jetzt sind wir hier irgendwo draußen. Hä, wo bist du hin? Ach, Witz. Ach, da kann man da drauf drücken. Ja. Okay, können wir wieder zurück. Das ist außerhalb von Baldur's Gate. Baldur's Gate. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück, verdammte Scheiße, oder? Doch, auf den Felsen, oder? Muss man drücken. Angriff? Ah, hier nach hinten. Springen, du musst springen. Ah, okay. Ja, du musst das wahrscheinlich wegspringen, oder? Achtung, es wird jetzt knallen. Das sind Blutfußspürchen. Ich knall da jetzt nochmal rein. Und ich knall noch ein letztes Mal rein. Bist du bereit für die letzte Knallung? Ja. Knall, bumm, knall. Okay, vielleicht reicht das sogar schon. Ja, geil. Okay, dann gehen wir mal dahin, wo du wolltest. Was ist hier drüben noch? Kann man da rüberspringen? Give it a try. Guck mal, ich versuche mal dahin zu fliegen. Ich kann da jetzt einfach rüberfliegen, das ist so cool. Ja, voll gemein, du fliegst eh die ganze Zeit voll rum. Hier sind aber jetzt so viele Staubwolken, kann ich die so wegblasen oder sowas? Hm, wo? Ich mach mal die Donnerwoge. Das geht leider nicht. Ja. Da wo du bist, geht's ja gerade weiter noch, ne? Aber kann ich da nicht auch einfach langlatschen? Aber hier ist so eine Giftwolke. Ich weiß nicht, was die. Ich geh da mal rein. Oh, das ist eine Todeswolke. Naja, das ist nicht Gift, das ist tot. Ich glaube, das ist blöd. Kann ich mich da reinporten? Nicht wirklich. Hier geht's noch voll lang, Papo, wo ich bin. Ich wollte doch hier gerade als DR spielen. Das ist, glaube ich, auch einfach, du hättest einfach den Weg, guck mal, du kannst einfach den einfachen Weg gehen, ich bin schon dort, wo du hin willst. Aber das ist ja trotzdem die Giftwolke. Nö, bei mir nicht mehr. Hä? Du kannst einfach von oben lang latschen. Good morning! Ist ja keine Giftwolke mehr bei der Nein. Kiste. Looks like these people were trying to hide in the tunnels. Abgetrennter Torso eines Narren. Oh, ich glaube, wir haben gerade eins von den Dingern gefunden, ne? Oh, Schnibbels, da haben wir so Schnibbels Narren haben wir gefunden. Ich habe den Torso von ihm gefunden, glaube ich. Oh, bitte Vater Lorgen und Rektorin Janis, wenn ihr etwas zu essen entbehren könnt. Unsere Mägen jaulen nachts. Ja, ach so, den Torso habe ich nicht mitgenommen, weil ich es so abartig gefunden habe. Das ist also der Schnibbels. Das ist der Schnibbels-Torso, ja. Oh je, dieses Gebetsbuch ist voller Tränenflecken. Oh, ist traurig. Amen.
Boah, was ist denn hier hin? Oh, da kommst du gerade her. Danke übrigens für die mitleidigen PC-Setups, Rest in Pieces. Das ist echt nett von euch. Ey, nee, da ist doch immer noch hier, die Giftwolke. Ach so, das meinst du. Und da ist eine Kiste drin, also ich würde die voll gerne haben, aber... Können wir das nicht einfach explodieren? Ich gehe mal ein bisschen zur Seite. Ja, warte mal. Irgendwie konnte man das doch... Hast du das anzünden, hast oder wie? Hast du ein Dyson dabei? Aber ich habe ein Alchemiefeuer, ich schmeiß das mal da rein. Ja. Ui. Ich glaube, das hat auch nichts gemacht. Du kleiner Kistengeier. Naja, ist halt eine Kiste, ne? Oder du tust die Kiste ins Lager schicken und wir öffnen sie dort. Wir wollten ja eh ins Lager. Aber wir müssen ja trotzdem da hinkommen und ein Schritt in diese Giftwolke macht 10 Schaden. Oh. Mit Windstoß ging das doch echt jetzt? Warte mal, hab ich Windstoß? Ging das mit Windstoß? Hast du? Nee, das war eine Frage. Scheinbar ja. Ich hab jetzt C4-Pause. Warte mal, das probiere ich mal. Das hat nichts gemacht. Oder hat es was gemacht? Na, Karlach hat ja viel Leben. Ich spring da jetzt einfach mal hin, würde ich sagen. Wieso ist eigentlich nicht mein Ding da? Mein Insektenshit. Okay, ich muss hier ganz schnell rausspringen. Hast du sie? Ja, also es war nur ein Silberkelch drin und Gold. Dann gehen wir ins Lager und du kannst dann auch Karlach ableveln. Okay. Können wir hier ins Lager, ja, ne? Ja. Okay. Müssen ja eh mal ein bisschen pennen, glaube ich, weil ich auch all meine Spells benutzt habe. Genau, dann können wir mal pennen, dann ist Nacht. Und dann kann ich ein bisschen mit den Leuten quatschen, du kannst Hauf leveln, oder? Ach so. Ja, ich glaube, bei Karlach geht das ja relativ schnell, da kann man ja nicht so wirklich was aussuchen. Bedrohe einen Gegner und jage ihm grässliche Furcht ein. Geil. Is there something you want to talk about, my dear? Nö. Okay. Dann ab ins Bett. Wo sind denn unsere Schlafsäcke? Hier unten. Nee, hier. Sind die in der Hütte? Die waren, glaube ich, da, wo wir... Oder hier waren die doch. Ich glaube hier tatsächlich. Nee. Ach hier, links ist Tagbeenden. Ja. Okay. Oh. Oh. Oh my goodness. Vlakif. 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 You are a shark. And still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Shestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! Eine sehr anstrengende Stimme. I have only a moment, and you, Hasharlak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains! The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Mm-hmm. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Wäre für uns ja auch egal, ne? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barter Vlakith, commander of dragons. My only. Sie ist sehr verzweifelt, ne? Ja, die braucht uns jetzt. Kneel before me. Make your promise. Lazel's thoughts become yours.
The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaketh. Okay. Boah, der auserwählte Gott der Königin zu sein, seine gewaltige Ehre. Sich mit Lascelles Parasiten verbinden, Kommandantin des Drachen, das ist eure Bestimmung. Ich würde 3 sagen, ja. Oder? I gave you my faith and you called me traitor. I gave you my life and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live. And I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing. You are nothing. The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Der Moment, wenn du deine Schwiegermutter zum ersten Mal triffst. Toxic Boy Mom. Okay, das war wild. Das war richtig aggro, das macht mich richtig fertig. Ich muss jetzt mal weinen gehen. Ich muss mal mit meinem Baby Boy reden. Ja, klar. Weil ich bin seine Boy Mom, mein Baby Boy. So, Lazel's finally seen the light and turned on her mistress. It took a little time, but she got there. Though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. Mhm. Okay. So, das heißt, ich werde mal mit Karlach reden und mit Lazelle, ne? Ich gehe jetzt mal zu Lazelle. Na, guck mal, das Kind hier mit dem Hund ist da, dem wir Essen gegeben haben, glaube ich. Können wir auch gleich mal reden. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea. Never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Ihre tiefsten Gefühle erkunden, nee, das würde sie überhaupt nicht fühlen. Und so, du sollst Gegenwart. Nein, wir müssen doch nicht Motiv erkennen oder sowas machen. Wir können einfach reden. Eure eigene Herrscherin terrorisiert euch. Ihr habt guten Grund, sie zu hassen. Ignoriert sie und habt Vertrauen in den Aufschluss. Er wird euch alles geben, was ihr wollt. Ich kann eure Gefühle nicht erklären, Lesse. Ich glaube 3. I know hate. It seeds and distills into molten rock, forever rattling in the belly. But I've never known this. I feel no heat, no cold. I bear neither fangs nor talon. There is only absence. No matter. I am Vlaketh's child no more. I have been born anew in Gith's son, my savior. Stark. And so from the old battle cries is birthed another. Tmar Salar Orpheus, must still now forgen in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Ihr habt euch Orpheus Sache schnell angeschlossen. Was ist mit euren eigenen Wünschen und Bedürfnissen? Schon euch zu Banal zu machen, klingt beeindruckend. Was machen wir nun? Ich sag Orpheus mal eins. Orpheus' freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the Prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Ich mach mal auf die 1. Vlaketh's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaketh I has a Bart of Vlaketh been anointed.
Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. Was machen wir nun? We find Voss at Charess's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus tough Ki Narsin. Aber wir wollen ihn noch gar nicht befreien. Nee. Also noch nicht. Meint ihr, dem Ei geht's gut? The air grows ever warmer. The hum of life within it louder. It may yet hatch, though not soon by my estimation. Give it to me. Perhaps it will fare better under my care. Mama Lassell. Ist doch süß. Only if you want me to roast you over a campfire, using my blade as a spit. But it is true that I feel some manner of responsibility for this unhatched whelp. After we free Orpheus, we can revisit the matter. If the egg hatches beforehand, well, we will shield it from the Lich Queen's zealots. Whatever may come, I will not let Vlakith poison the fledgling with lies. Nehmt das Ei. Das Ei ist eine Ablenkung, es kann bleiben, wo es ist. Wo ist denn das Ei gerade? Ich glaub, die hat's. Ich geb's ihr mal, ne? Ja. Thank you. I know it is a mere egg. It may never hatch. If it does, it might beget a failure. But it might also beget a fighter. And I intend to give it the chance. Okay. Dann spreche ich jetzt noch mit meiner süßen Carla. Die chillt hier am Boden. It can't have been easy for Lazelle to stand up to Vlakith like that. But there's nothing that woman can't do. Also wegen unserer Larvenkräfte. You really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. And yet, you're more mind flayer than ever. Hope you don't expect me to follow your lead in this. Ich hatte gehofft, dass die Vorteile schon kosten. Es ist eure Entscheidung, doch ich glaube, die Larven macht mich stärker. Ja, ich glaube zwei oder drei, ne? Ja. Do they? I'm not sure either of us can say one way or the other. We don't know what the costs might be just yet. Stimmt. Kannst du uns überreden, das zu nehmen? Nee, ich mach die vier. Ja. Good. And you know, keep an eye on yourself. If you start feeling loopy, shout. We don't know what these tadpoles are capable of. Okay, ich red mal mit Daddy Alsin. Was ist eigentlich? Kann jetzt Papo eigentlich die Karlach nicht mehr daten? So, it seems that Vlakith is Lazelle's queen no longer. That took no small amount of backbone. Von Thaniel gehört. I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day you and I can both return and see it for ourselves. Oh, is this a date? Ich glaube nicht. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Das ist eine geile Frage. Mit Gale. Ich glaube, das ist over, weil ich den Astarion habe. Glad to see I'm not the only one on the wrong side of an omnipotent authority figure. Lazelle did well to break free of Vlakith's manipulations, though I doubt Vlakith will let such insubordination go unpunished. Okay, ich will noch mit Shadowheart sprechen auf jeden Fall. Ja. Wo hat sich die denn... Die ist hier hinten. Verkrochen. Da. Wo ich bin. Oh ja. Be honest. What do you think of the new look?
So, hier die Vergangenheit hinter euch zu lassen. Wunderschön, sei lieb zu ihr. Ja, klar. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Nach Ausschau halten können. Meint ihr, wir können sie benutzen, um eure Eltern zu finden? I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. Ist also nicht einmal, wohin ihr gehen müsst. Wonach sollten wir Ausschau halten? Worms Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. Hm. Okay. War's das schon? Kann ich noch mehr mit ihr quatschen? Oh, sorry. Mit Tieren umgehen. Oh, ich hab's geschafft. The cat remains cautious, but there's a look in its eyes. Worry. Boah, ich hasse sowas. Ach so, du bist auch im Gespräch. After all, what I shared with you about my past, about being saved from the wolf, that is not something I would normally even dream of sharing. Gut. Ich glaube, meine Beziehung zu ihr wird deutlich besser. It's me, Yenna. You remember me, right? I met you before, and my mom hasn't come back yet. She might come later. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Absolutely not. We've hit our quota for mangy strays. Keine Kinder. Kommen in 10 Jahren wieder. Die könnten uns auch beklauen. I won't make it that long on my own. Pech gehabt. Puh, na gut. Hol deine Sachen, komm rein. Ich hab schon Nein gesagt, dabei bleibt es. But alright. I'll go. But you'll see. You should have said yes. You'll wish you said yes. Es könnte auch diese Gestaltenwandlerin sein, deswegen, ne? Deswegen, ich habe ein ganz dummes Gefühl bei diesem random Kind, oder? Ja, ich auch. Weil die ganze Zeit taucht es auf und irgendwie können wir eh niemanden trauen gerade. Deswegen hau ich die mal. Wenn es schlimm ist, sonst haben wir bestimmt noch ein Ladedings, oder? Ja. Aber das Kind ist weird, das ist nicht normal. Okay, wollen wir pennen gehen oder willst du noch mit irgendwem sprechen? Here we go. Ich wende zum Schlafsack. Okay, nee, die ist harmlos. Egal, keine Kinder. Zu Bett gehen? Ja. Ja. Okay, dann ziehen wir uns mal eine Melone und ein Brötchen und ein Ei und den Käse. Du kannst auch unten, glaube ich, Wurst. Das automatisch machen lassen, oder? Auto auswählen mit X. Ich wähle aber gerne meine Speisen. Okay, sorry. Oh, was passiert? Oh. Okay, frisch und munter. Dann geht's los, Freunde. Ja. Wir gehen wieder rein. Oh, wir sind ja noch in der Höhle. Stimmt, du wolltest auch noch die Kiste öffnen. Nee, die Kiste habe ich schon aufgemacht. Ah, okay. Und? Ja, war nicht so viel Kram drin. War scheiße, gell? Gehen wir wieder oben raus? Mhm. Oder? Ja. Yay. Okay. Du weißt, wo es rausgeht? Mhm. Ich bin schon auf dem Weg. Super. Superb. Superb, mein Freund. Ne, da müssen wir nicht lang, ne? Da, die Eisenleiter. Andere Seite. Die Eisenleiter. Look over there. It's an iron ladder. I like my iron ladders. Okay, lass mal, genau, jetzt zu dem Brebre gehen und den mal wiederbeleben und mit dem Leichnam sprechen quasi. So.
mit Toti sprechen. Okay. Boah, ich sehe aus wie so ein krass mächtiger Zauberer. Wer hat euch getötet? Was habt ihr getan, als ihr starbt? Wie seid ihr gestorben? Wo wurdet ihr angegriffen? Dwarf, dressed in red. Okay, ein Zwerg gekleidet in rot. Wo wurdet ihr angegriffen? Wie seid ihr gestorben? A poison blade. Die haben wir ja, ne? Ja, die haben wir. Okay. Was habt ihr getan, als ihr starb? Wo wurdet ihr angegriffen? Warum hat er euch getötet? Ich glaube erstmal, wo wurdet ihr angegriffen oder warum hat er euch getötet? Warum? Okay. The corpse remains silent. It does not know. Okay. Oh. Wo wurdet Tunnels from the cellar. Refuge. Da waren wir. Was habt ihr getan, als ihr starbt? Hiding Brilgor from fists. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Wer war Brilgor? Gute Frage. Aber wir können jetzt ja der einen oder dem Elefanten die Mordwaffe geben, ne? Ja, also wir können auf jeden Fall mit der sprechen. Hier beim Dings. How goes the search? Hier ist die Mordwaffe, ich hab sie in. Aber vielleicht ist sie irgendwie böse und Auftraggeberin, soll ich es nicht lieber den Elefanten geben? Nee, ich glaube nicht. Proof that Valeria missed something. They'll have to listen to you now. If you can convince them of Brilgor's innocence, then perhaps Ilmater could shed one less tear this day. Ach, Brilgor war der beschuldigt wurde jetzt. Mhm. Okay, wir müssen also den Elefanten finden. Wo ist denn der hingegangen? Der ist weggeflogen. Cool, dann gehen wir vorne raus, wa? Der hat einen Abgang gemacht. Ist der nicht hier lang? Ich glaube, der ist hier raus. Was ist denn hier mit der hier vorne? Was ist mit denen? The priests will open the temple up again. You'll see. They're good people, holy people. Okay. Junge, die Stadt ist ja wirklich groß, ne? Ja, ja. Vor allem, wir müssen eigentlich da hoch und dann sind wir, glaube ich, da irgendwo runtergekommen, oder? Ja. Ja, hier war der Zirkus, oder? Ja, hier muss es irgendwo reingehen zum Zirkus. Ja. Ja, da vorne, okay. Oh Gott, das ist groß. Oh my goodness, oh my damn. Das kannst du echt zehnmal hoch. Oh my god. Wirst du das Spiel nochmal allein durchspielen? Vielleicht. Also das Ding ist halt, es ist schon ein sehr langes Spiel und ich habe eigentlich nicht so die Zeit, privat halt noch so viel zu spielen. Verstehe. Aber, ja. Oh, dann kann ich doch bestimmt mit dir handeln und dir mal ein bisschen was von meinem Scheißer kaufen, oh. Oder? Die ist ja süß. Eine süß? It's locked. Okay. From the other side. Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. Möglich. Ihr macht mir Kopf mit. Nee, oh, okay. Yay! Die ist ja süß. Die ist wirklich ein bisschen niedlich. Locked from the other side. I wonder what it's hiding. Den behalte ich nochmal. No one stop me yet. Ich habe einen Hebelgriff dabei, den verkaufe ich einfach auch. They'll run for the damn hills. Bits and bobs from Danthalon's dancing axe. I have secured the most excellent supply. Ist aufwendig gemacht, ja, alles. Hast du eine hohe Weisheit, Lu, auf deinem Charakter? Eine Weisheit? Ja, wie hoch ist dein Weisheitswert? Wo sehe ich das? Warte. Wenn du auf deinem Charakterblatt bist, da muss es irgendwo stehen. Ich glaube, rechts in der Liste. Da kannst du ja dann so runterscrollen. Hä?
auf dich untersuchen drückt, glaube ich, ne? Okay, Weisheit hast du 10. Wo siehst du das? Ich habe einfach rechts früh auf dich eine Untersuchung gemacht. Ah, okay. Soll ich? Ich schicke dir mal Schuhe rüber. Ich weiß nicht, was du für Schuhe hast. Aber du kämpfst ja nur mit deinen Fäusten gerade, ne? Wenn du, genau, wenn du zuschlägst. So, und das macht halt, wenn du halt ohne Waffe zuschlägst, kriegst du halt einen Modifikator, also plus 10 noch auf deinen Angriff. Geil. So, das ist, glaube ich, ganz nice. Hast du die schon rübergeschickt? Ja, sind schon bei dir drin. Welche sind das? Es sind welche mit blauer mit blauem Schein. Die Koshigo oder die Wasserfunkler? Na, musst du gucken. Einer, das sagt dann so von der Fähigkeit her, dass du halt mehr Schaden machst, wenn du angreifst. Ohne Waffe. Ah, Weisheitsmodifikator. Danke. Kenny. Wahnsinn, wie viele Leute hier sind, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich kaufe. Oder irgendwas kaufe. Leichte Rüstung. Du erleidest ein weniger Wuchtschaden. Selbst ein Bonus. Nee, so viel nicht. Ich bin gerade in irgendein Haus eingebrochen, aber ich glaube, es ist okay. Mhm. Ach, juckt die alle gar nicht. Ist es okay? Ja, oh, hier ist ein Taubenmann. No time to rest. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Mhm. Können Menschen die saufen auch nicht? A new face! Welcome to Sword Coast Couriers! To send and to serve. Müssen sich echt so viel Zeit nehmen, um all die Sachen zu lesen, die hier so angeboten gestört, werden, auch an Items und sowas. Das ist krass. Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampage and army of fanatics bearing down on you. Zwei Hände, das brauche ich nicht. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Okay, ich hätte noch die Pirscher-Handschuhe. Die sind vielleicht fürs Fahren ganz gut. Dein hinterhältiger Angriff bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Energieschaden. Ist das was du brauchst auf ihm oder denkst du nicht? Auf Astarion? Mhm. Wie war das? Was ist das? Plus 1 bis 4 Energieschaden auf hinterhältige Angriffe. Oh, das wäre natürlich geil. Aber für was ist das? Was ist das für ein Gegenstand? Ein Handschuh. Lass mich gleich mal gucken, was für ein Handschuh ich hab. Ja, ich kauf den einfach trotzdem schon mal. Schmeiß den dann rüber zu dir. Auf Astarion. Ich hab meine Quest angenommen, Tauben finden. Mhm. Guck mal hier irgendwo. When will I get to train the dogs again, Miss Marcia? When you prove yourself not to be an incompetent idiot. Ah, okay. I see. Maybe next 10 days. Du bist schon ein bisschen rumgelaufen, oder? Genau, ich guck gerade nur in diesem Haus, ob ich irgendeine Taube finde. That might be worth a look. Was, wo, was? Shit, ich hab's nicht gesehen. Was ist das für eine Quest, die du da angenommen hast? Tauben finden. Wir haben gerade irgendwas entdeckt, aber ich sehe es nicht, wo es war. War das? War oben, ne? Das war bei mir, glaube ich, draußen. Das bei mir grad, war gerade so Wahrnehmungs... Fehlschlag. Süß sind Brieftauben hier. Tapsi und ich können unser Glück kaum fassen. Seid gegrüßt, ich bin ein erfahrener Schmiedehelfer. Formular
hier einen Namen des Antragstellers. Okay, aber was habe ich gesehen? Oh, die haben hier große Hunde. Ich rede mal draußen mit diesem Dude. Mhm. Hi. Ich auf meinen ersten Date. Yeah, I'm caring for the courier dogs. Mahi is my boss. Oh, mein Arsch tut so weh. She's mean, but Dad says she'll toughen me up. Dass mich härter machen will? Okay. Scheint Anna gerne zu schikanieren. She's an educator. She says if somebody doesn't listen, shout louder. And if they still don't listen, fetch the rod. Dringo, get back to work. And you, what do you want? This is a private yard. Okay, ich möchte einen Hund kaufen. Nein, Papo, kein Hund kommt in den Haushalt. They're not for sale. Ich möchte einen Hund kaufen. Nein. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. Okay. Ihr wart furchtbar streng mit dem Hund, als ich eintraf. It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs. Das holen wir uns jetzt einen Knecht Ruprecht wie in Simpsons. Ja. Ein Knechti. Ich habe hier irgendwas entdeckt und jetzt finde ich es nie mehr. Aber was hast du denn für eine Quest hier angenommen überhaupt? Eine fette Taube finden. Du musst eine fette Taube finden. Hm. Ich kann noch mal lesen. Vielleicht auf dem Dach irgendwo? Was passiert wenn, eigentlich, wenn ich hier Fliegen benutze? Sind die Leute dann weird? Was? Wieso hat's gerade wieder vibriert? Ich bin aufs Dach. Taubenüberreste. Nein. Oh nein, ist sie tot? Kann ich dem Inventar hinzugefügt werden? Warum nicht? Also ich habe auf jeden Fall hier auf jeden Fall Taubenüberreste gefunden auf dem Dach. Oh, warte, da oben sind noch mehr. More pigeon remains. Missing letters over there. Ach, die wollen zum Tempel. Dann ist das bestimmt hier auf dem Dach irgendwo, oder? Ja, ich glaube, du hast schon gefunden, weil das ist jetzt weg. Oh. Ja, gut. Aber red mal mit dem. This does not bode well. Don't suppose you've stumbled across those letters yet? Briefe müssen wir finden. Ja. Okay, die werden wahrscheinlich auf dem Dach sein vom Tempel. Das hat zumindest gerade mein Charakter gesagt, dass die Richtung Tempo geflogen sein. Okay, das ist doch eine bisschen größere Quest. Hallo! Was passiert denn hier? Oh mein Gott, ey, du machst ja übelst den Lärm. Das heißt, ich flieg mal hier aufs Dach und guck mal auf dem Dach auch nach, ne? Ist das schön hier, Papo? Schau mal. Ich muss gerade arbeiten, Gino, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade wichtige Dinge tun. Wo bist und wir brauchen mit Tieren sprechen. Oh, das ist wirklich voll schön. Wir brauchen mit Tieren sprechen. Genau, dann kannst du mit den Tauben reden, die sagen dir dann, was die Briefe ist. Ich glaube, ich mach's mal anders. You won't help us, my friend. This is unacceptable. Are you crazy? I ask. Ja. Oh, ich habe die anderen Überreste gefunden, glaube ich. Also muss Briefe finden. Ne? Ja, hier liegt ein Brief. An Roa Mondglü, persönlich und vertraulich. Hört mal, Roa, ihr Zehnt aus der Stadt wart immer höchst professionell. Ich begreife also nicht, warum die Zelle in Baukins Ruhe so nutzlos ist. Ich sollte vor einigen Tagen mehrere Gegenstände von Ihnen erhalten, habe jedoch noch keinen Mucks gehört. Könnt ihr vielleicht mal eure Fühler ausstrecken? Zaris reagiert nicht mehr auf meine Nachrichten. Dazu soll ich aufheben, ne? Wie mache ich das mit aufheben? Muss ich rechtsklick machen? Okay. Und hier oben ist noch ein anderer Vogel, ein Phönix oder so.
Das ist eine Katze. Never mind. Oh, süß. You notice the Tressim guards a shiny ring and stack of letters at its feet. Was ist für eine abartige Kreuzung? Dich auf den glänzenden Ring stürzen. Was ist das denn? Mit Tieren umgehen. Dich behutsam nähern und versuchen, den Ring zu nehmen, ohne sie zu erschrecken. Auftreten. Buga Buga. Das klingt gut. Darin bin ich halt sehr gut. Buga Buga wird jetzt eingeleitet. Bei mir wurde gesagt, Verrat, er hat die Baldur's Gate 3 Twitch Extension nicht an. Was macht die denn? Ich glaube, da kann die mitvoten. Ja, aber gut, das machen wir eh nicht. Buga Buga Miau. Okay. In Fort. Okay. Dann nehme ich mal den Stapel. Und was ist mit dem Ring? Ring gibt es anscheinend nicht mehr. Okay. Ich komme wieder runter. Yeah. Dann ist die Quest jetzt, glaube ich, erledigt, ne? Dann können wir da rein. Mhm. Aber warte, soll ich die Briefe vorher lesen, bevor wir ihn ansprechen? Ja, warte. Dann mein. Weggehen, mach ruhig. Okay. So, Briefstapel. Wo finde ich den? Vollmeisterkunde nach Lieferung. Briefstapel. Okay. Oh, ich kann ihn nur öffnen. Wenn ich ihn öffne, dann weiß er, dass ich gelesen habe, oder? Aber ist das schlimm? Weiß nicht, ist ja vertraulich. Open it! Ich hab mal gespeichert und Open it! Gegenstand erhalten, 3 Gegenstände erhalten, zum Ansehen I drücken. Sehe ich jetzt anonymer Brief, okay. Lesen. Ein langer Brief eines baldurischen Patriarchen an einen unbekannten Empfänger. Er schreibt in deutlichen Worten, wie beide Parteien von einem Krieg profitieren könnten. Okay. Mondaufgang, welcher Schlüssel? Sehe ich jetzt noch was auch noch neu ist? Ach da, das ist so ein Dings da dran, ne? Postmeldung nach einer Lieferung. Anrohr, Mondglüh, persönlich und vertraulich. Es liegt mir fern, 10 Anweisungen zu hinterfragen, aber ihr könnt euch nicht einfach immer eigenmächtig bedienen, ohne zuvor mit mir zu sprechen. Die Eisenflasche, die ihr euch aus der letzten Lieferung genommen habt, war außergewöhnlich wertvoll. Und wir haben die Wandtampurs, was auch immer das ist, einfach vorwarnt, kann ich so etwas glatt bügeln. Dann so. PS, seid vorsichtig mit der Eisenflasche, sie hat irgendwas an sich, irgendwas an sich, fast als würde sie mich beobachten, merkwürdig. Okay, das ist creepy. Was ist das Letzte, was da drin war? War da jetzt noch so eine Eisenflasche drin, oder was? Ich kann leider nicht sehen, was, also kann man sortieren irgendwie? Müsste eigentlich. Inventar und Ausrüstung. Gibt doch so eine Sortiermöglichkeit, oder? Ich glaube, hier redet keiner Deutsch. Ich bin jetzt sehr verwirrt. Weil es waren ja 3 Gegenstände eigentlich, die ich bekommen haben soll. The Circus of the Last Days has returned. See Dryad's Djinn and Dribbles the Clown back with a new act. Es wurde hinzugefügt zuletzt. Ja, jetzt müsste ich nur wissen, wie man sortiert. Alle Gegenstände anzeigen, Inventar, Zauberbuch. Mal Rechtsklick macht nichts. Gewicht. Chat, das müsst ihr doch wissen. Hilf mal einem alten Sack auf die Sprünge. Let's get going. Inventar, mein Tab-Inventar vergruppieren. Ah, okay. So. Und dann kann man es irgendwie sortieren, meint ihr? Ja. Give it a try.
Sortieren nach neuesten. So, okay. Sind es so viele Briefe? Ja, 3 Stück waren das auf jeden Fall. Habe ich den gelesen? Den habe ich schon angeguckt. Genau, den habe ich angeguckt. Den habe ich. Langer Brief mit den Parteien und das ist, glaube ich, dann der letzte. Ein besorgter Bürger versucht, seine wirtschaftliche Lage darzulegen, damit er korrekt besteuert wird. Ein Albtraum epischen Umfangs, bei dem jeder gestandene Buchhalter in Tränen ausbrechen würde. Ja, reden wir einfach mit dem, oder? Bist du gemutet? Suppose you've stumbled across those letters yet? Ich habe den Brief an den Zentralen gefunden. Wirklich eine hochinteressante Lektüre. Ja. You read it. Technically, that's interfering with someone else's property. I should report you to the nearest manip. Tell you what. Give it here and we'll say no more about it. I'll give you a nice little bonus as well, a finder's fee. Mhm. What do you say? Sie wird von einem Kampfinteressenten, das sollte ein sehr großzügiger Finderlohn sein. Gib mir alles, was die Zentaren euch gezahlt haben, oder dieser Brief ist noch euer geringstes Problem. Es wäre doch schade, wenn jemand den Zentaren sagen würde, was ihr verloren habt. Wirklich jammerschade. Ich glaube, überzeugen ihn mal, ne? Ja. Oh, reicht das? Ja. Reicht, ne? Ich bin sehr gut darin, zu überzeugen. Und weiter. Forget you saw anything. This never happened. Oh. Das ist gut. Nice. Okay, wir haben das ja geschafft. Papo, wir haben jetzt auch fast unsere 3 Stündchen. Mhm. Dann würden wir uns wieder über Tipps und Tricks von euch freuen und liebe Kommentare. Und natürlich auf die nächste Folge, denn dann geht's rein in die Stadt, weil Papo, das war erst der Anfang der Stadt. Ich habe tatsächlich ab hier, glaube ich, noch privat 2 Stunden gespielt und ab dann weiß ich nichts mehr. Das heißt, ab dann wird's richtig nice. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Ebenso. Ciao.